So, herzlich willkommen zu diesem Böll Global unter dem Titel Entgleist die Migrationsdebatte. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht, ich bin einer der beiden Vorstände der Heinrich-Böll-Stiftung und ja, begrüße alle, die sich eingewählt haben hier zu diesem Böll Global. Das ist ja eine Serie mit Diskussionen, die wir digital ermöglichen zu aktuellen Themen und wir freuen uns, dass wir heute gemeinsam mit Gerald Knaus und Erik Marquardt, moderiert von Kirsten Krampe, die bei uns das Thema mit betreut in der Stiftung, führen können. Und ich freue mich zum Auftakt einmal Sie mitzunehmen und einzuleiten in die Diskussion, über die wir reden wollen. Letztendlich ist es natürlich ein Gespräch über die Debatte zu Migration, die in den letzten Tagen, ja Wochen, auch um die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen, aber vor allen Dingen in der Zeit nach dem schrecklichen Anschlag in Solingen entbrannt ist und die politisch sehr hitzig geführt wird, zum Teil in einer Form, dass sie wenig noch mit dem zu tun hat, was der Auslöser dieser Debatte eigentlich an Herausforderungen gezeigt hat. Gleichzeitig ist es natürlich nicht nur eine Debatte, über die wir reden, sondern auch eine Sachfrage, nämlich die Fragen, die sich eben in diesem Zuge stellen, mit Blick auf die Frage, wie werden denn die Regeln, die es derzeit gibt, zum Thema Migration, Asyl angewendet, beziehungsweise wo gibt es da Veränderungsbedarf in unterschiedlichsten Formen? Dazu haben wir also zwei sachkundige Gäste, die uns da ein bisschen mitnehmen, auch in die Frage, was für Vorschläge da auf dem Tisch liegen und welche davon zum Beispiel auch welchen Rechtsrahmen betreffen. Das ist bei dieser Debatte nicht ganz unwichtig. Es geht viel auch um Europarecht, auch um internationales Recht. Es geht aber dabei auch viel um die Frage, wie können zwischen Bund und Ländern Regeln umgesetzt werden und Maßnahmen ergriffen werden, um eben einen geordneten, so wie das immer wieder gefordert wird, Umgang mit Migrationsströmen und Asylanträgen zu ermöglichen. Und diese Debatte ist aus unserer Sicht wichtig, dass sie auch geführt wird, aber eben in einer Form, in der sie auch mit tatsächlich Sachinformationen gespeist ist und darauf ausgerichtet ist, die Probleme tatsächlich zu lösen und nicht nur symbolisch Ängste zu bedienen, die natürlich trotzdem auch in der Bevölkerung da sind, auch ernst zu nehmen sind und mit denen man auch umgehen muss, auch Ängste verbunden mit Sicherheitsfragen, Unsicherheitsgefühle, die unterwegs sind, die häufig eben auch mit Fragen von Kriminalität und Terrorismus zu tun haben. Auch das spielt hier eine Rolle und darüber wollen wir also heute diskutieren. Ich freue mich, wie gesagt, dass so viele hier mit dabei sind und wir gemeinsam einsteigen können in die verschiedenen Ansätze, die es da gibt und freue mich ganz besonders, dass mit Gerald Knaus jemand dabei ist, der sich schon viel mit diesen Ansätzen beschäftigt hat und sich auch regelmäßig dazu äußert und eine gute Einschätzung dazu aus seiner Perspektive geben kann und auch Erik Marquardt, der im Europäischen Parlament immer eine sehr hörbare Stimme auch nach Deutschland rein in der Asyl- und Fluchtdebatte war und sich dort im Europäischen Parlament auch schon intensiv mit dem Regelwerk der Europäischen Union beschäftigt hat, das ja derzeit sich auch geändert hat oder in Veränderung ist. Und mit diesen einleitenden Worten gebe ich jetzt, wie gesagt, an Kirsten Krampe für die Moderation ab. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Jan-Philipp Albrecht. Auch von mir ein sehr herzliches Willkommen zu dieser Ausgabe vom Böll Global mit der Titelfrage Entgleist die Migrationsdebatte. Wir haben uns tatsächlich sehr kurzfristig entschlossen, die heutige Ausgabe zum Thema, das die Politik, Medien und Bürger aktuell so vehement beschäftigt, zu organisieren. Und es freut mich daher umso mehr, mit zwei ausgesprochenen, Jan-Philipp hat es schon gesagt, Migrationsexperten heute ein bisschen in Ruhe zu sprechen und hoffentlich auch mehr sachliche Erklärungen in eine in den letzten Tagen und Wochen doch recht überhitzte Debatte rund um die Migration zu bringen. Herzlich willkommen, Erik Marquardt und Gerald Knaus, und vielen Dank für die ebenso kurzfristige Bereitschaft zur Teilnahme. Hallo.
Hallo. Hallo. Erik Marquardt ist, ich will ihn noch mal kurz vorstellen, seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments für die Fraktion Die Grünen, Freie Europäische Allianz und leitet die Europagruppe. Der Fotograf und Seenotretter ist außerdem Autor des Spiegel-Bestsellers Europa schafft sich ab, wie die Werte der EU verraten werden und was wir dagegen tun können. Gerald Knaus ist Sozialwissenschaftler und Gründungsdirektor der Denkfabrik European Stability Initiative mit Sitz in Berlin. Der gebürtige Österreicher berät Regierungen in ganz Europa nicht nur zu den Themen Flucht, Migration und Menschenrechte und ist bekannt für sein Engagement für den sogenannten EU-Türkei-Deal. Auch er hat einen Spiegel-Bestseller mit dem Titel Welche Grenzen brauchen wir? Zwischen Empathie und Angst, Flucht, Migration und die Zukunft von Asyl verfasst und schreibt, wie er mir erzählte, gerade an einem Buch zur Europäischen Union, auf das wir sehr gespannt sind. Beide duzen sich seit längerem oder wir duzen uns seit längerem und so wollen wir es, denke ich, auch heute halten. Herzlich willkommen auch an die Online-Zugeschalteten. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Ganz kurz zum Prozedere. Ich werde das Gespräch jetzt etwa eine knappe Stunde mit den beiden führen und dann öffnen für Ihre Fragen, die Sie hoffentlich kurz und prägnant in den Chat, in den F&A schreiben und die wir später aufrufen. In den Wochen nach dem tödlichen Angriff in Solingen am 23. August erscheint die Debatte um die Migrationspolitik an vielen Stellen tatsächlich entgleist. Begriffe der Härte werden ins Zentrum gestellt und in schwindelerregender Geschwindigkeit Maßnahmen gefordert, die weder rechtskonform noch realistisch erscheinen. Jan-Philipp Albrecht hat das genannt. Angesichts erstarkter verfassungs- und EU-feindlicher Kräfte in Deutschland, in Zeiten, in denen Clandestin, sogar Umsturz und Remigration im großen Stil geplant werden, ist das Recht aber doch ein sehr hohes und schützenswertes Gut, will uns scheinen. Um die von fast allen Parteien geforderte Neuausrichtung der Migrationspolitik wird heftig gestritten. Scheinlösungen verstellen dabei jedoch den Blick auf die Realität und wirkliche Problemlösungen, die wir brauchen im Rahmen des grundgesetzlich verbrieften Individualrechts auf Asyl und gemeinsamer europäischer Politik, tun Not. Ich denke, wir fangen mal mit dieser Frage an, Gerald und Erik, was eigentlich die Probleme sind, die nach Lösungen, nach Veränderungsbedarf, wie Jan-Philipp das anfangs genannt hat, schreien. Die politische Debatte dreht sich ja im Wesentlichen um die sogenannte irreguläre Migration und dann auch im Weiteren um die Verschärfung des Asylrechts. Inwiefern ist denn die irreguläre Migration, hinter der natürlich eigentlich Menschen stehen, Kern der Probleme? Zahlenmäßig macht sie ja eigentlich den weitaus geringeren Teil von Zuwanderung nach Deutschland aus. Erik, vielleicht zunächst. Was ist das Problem mit der irregulären Migration? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und schön, dass wir uns heute darüber unterhalten können. Ich möchte bei der Frage den Blick so ein bisschen weiten am Anfang, glaube ich. Ich denke, ein Grundproblem, das wir haben, ist, dass weltweit einfach immer mehr Menschen in der Situation sind, dass sie keine Perspektiven dort haben, wo sie leben. Das ist durch Kriege, durch Verfolgung, durch klimatische Veränderungen der Fall. Und wir erleben da seit Jahren einen stetigen Trend, dass immer mehr Menschen vertrieben werden. Und wir erleben auch einen Trend, dass sie an immer weniger Stellen ernsthafte Perspektiven auf der Welt finden, wenn sie dorthin fliehen müssen. Und ich glaube, die Idee, die gerade genährt wird, man könne dieses Problem an den deutschen Grenzen lösen, mit Grenzkontrollen und was da auch alles von Zurückweisung diskutiert wird, das ist etwas, bei dem sich Deutschland, auch das politische Deutschland, sehr klein macht und bei dem eine große Naivität zu erkennen ist, die aus meiner Sicht getrieben ist von einer sehr hektischen Debatte, die fast schon kollabiert ist, in der es nur noch darum zu gehen scheint, wer macht eigentlich hier den hektischeren Vorschlag? Die weltweite Situation spielt kaum eine Rolle. Die Frage, wie man in Nachbarländern von Krisenregionen den Menschen so unterstützen kann, dass sie dort eine gute Zukunft haben, spielt kaum eine Rolle. Und die Europäische Union, die, wenn wir schon über Deutschland reden, ja das Herz der Lösung wäre, spielt auch kaum eine Rolle. Sodass ich sagen würde, wir verschleiern mit dieser empathielosen Debatte eigentlich den Blick auf das Wesentliche. Es gibt natürlich große Herausforderungen von Integration in den Arbeitsmarkt, in den Bildungsinstitutionen, die Infrastruktur im Gesundheitswesen, die Anerkennung von Berufen. Wir haben viel zu viel Bürokratie auch in Deutschland für Menschen, die ankommen. Man könnte tausend Probleme nennen, aber wir kommen gar nicht dazu. Und das möchte ich vielleicht eingangs auch nochmal sagen. Wir kommen auch nicht dazu, weil
in weiten Teilen der politischen Landschaft inzwischen so empathielos über dieses Thema geredet wird, dass kaum noch auftaucht, dass es hier um Menschen geht, um Menschen, die wirklich zu großen Teilen ganz Schreckliches erlebt haben, die unglaubliche Gewalt an den Außengrenzen erfahren, großes Sterben auf dem Mittelmeer, das Leid in den Krisenregionen dieser Welt, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn wir den Blick nicht auch darauf lenken, bei allen Herausforderungen, dass es hier um Menschen geht, dann werden wir eben auch keine Lösung finden, die für Menschen dann auch funktionieren. Ich glaube, da ist der Kern des Problems. Ich höre dich nicht, Kirsten. Ich glaube, es ist noch stumm, ne? Ja, der übliche Fehler, Entschuldigung. Vielen Dank nochmal für den Gesichtspunkt, dass es ja um Menschen geht, die Schutz suchen und aus anderen Gründen zu uns kommen. Aber nochmal die Frage an Gerald Knaus: Warum wird das jetzt so stark in den letzten Wochen nochmal vermehrt und zugespitzt als eine neuere Krise empfunden? Wie sieht es zahlenmäßig aus? Ja, zunächst mal vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit. Die letzten Wochen waren wirklich bemerkenswert und verstörend. Aber vielleicht nicht wirklich überraschend. Was wir erleben seit jetzt fast einem Jahrzehnt, ist, dass die Vorschläge, die vor 9 Jahren im Herbst 2015 Viktor Orban gemacht hat, in einem EU-Land nach dem anderen ins Zentrum der Debatte rücken, Mehrheiten überzeugen und auch umgesetzt werden. Also es ist kein Wunder, dass gerade jetzt Viktor Orban selbstbewusst die Europäische Union wieder herausfordert. Er wurde ja zu einer Geldstrafe verurteilt. Es gab ein Vertragsverletzungsverfahren, weil er an seinen Grenzen systematisch Leute zurückschickt, ohne Verfahren nach Serbien. Also in Ungarn kann man keinen Asylantrag stellen. Das ist seit 2016 der Fall. Europäische Gerichte haben aber jahrelang gebraucht. Und es kam dann 2020 zur Verurteilung und es kam in diesem Jahr zur Geldstrafe. Die muss er jetzt im Mitte September bezahlen. Aber in der Zwischenzeit ist das, was er vorgeschlagen hat, von vielen anderen EU-Ländern gemacht worden, ohne Vertragsverletzungsverfahren. Also wir diskutieren offen über ähnliche Zurückweisungen und Pushbacks an den Außengrenzen im finnischen Parlament, in den Parlamenten der baltischen Staaten wurde es bereits beschlossen. Polen hat es seit 2021 und Donald Tusk hat es nicht revidiert. Die Debatte ist mittlerweile im Zentrum von Ländern angekommen, die 2015 geschockt gewesen wären, wenn man ihnen gesagt hätte, dass sie in einem Team sind mit Viktor Orban. Und es gab jetzt nur noch am Ende eine kleine Zahl von Ländern, die diesem Trend widerstanden hat. Und ganz interessant ist, das hat relativ wenig mit der parteipolitischen Orientierung der Regierungen zu tun. Also ich erwähne das immer nicht, weil ich dort mal geboren wurde. Ich lebe ja schon lange in Berlin und in anderen europäischen Staaten. Aber Österreich ist da das Sonderbeispiel. In den letzten 2 Jahren hat Österreich 6% aller positiven Asylentscheidungen in der EU getroffen, mit weniger als 2% der Bevölkerung. Viel mehr noch proportional als Deutschland. Und Österreich hat seit Jahren christdemokratisch geführte Koalitionen, jetzt mit den Grünen, aber davor unter Sebastian Kurz sogar mal ein Jahr mit der rechtsradikalen FPÖ. Warum vergibt Österreich pro Kopf am meisten Schutz in der EU? Weil es einen Rechtsstaat hat. Und das, was als Bastion bis jetzt dazu geführt hat, dass Deutschland und Österreich in 10 Jahren mehr als die Hälfte aller positiven Asylentscheidungen in der EU getroffen haben. Mit sehr unterschiedlichen Regierungen. Hier Angela Merkel und dann Olaf Scholz, dort Sebastian Kurz und jetzt ein Karl Nehammer. Dass diese beiden Länder in der Europäischen Union immer mehr Schutz vergeben und andere Länder es schaffen, durch Verschärfungen der Behandlung von Flüchtlingen, durch offensichtliche Anreize, geht einfach weiter. Die Verantwortung in die Mitte Europas zu schieben, ist natürlich ein Kollaps des Systems. Denn eigentlich das andere Extrem, wenn das System so funktionieren würde, wie es vom Recht her vorgesehen wäre, hätten Deutschland und Österreich kaum Asylanträge. Würde Dublin funktionieren, wären ja die allermeisten registriert, wo sie ankommen, und diese Länder wären dann verantwortlich. Was natürlich genauso absurd ist. Und zwischen diesen beiden Extremen, dass Italien einfach sagt, wir nehmen keine Dublin-Überstellungen mehr an,
dass viele Staaten das Recht, auf einen Asylantrag an der Grenze zu stellen oder überhaupt nur geprüft zu werden, in ihren nationalen Gesetzen abschaffen. Dass das gesamte System kollabiert, während die EU über sehr komplizierte neue Regeln redet, die genauso wenig angewandt werden, wenn die Staaten es nicht wollen, führt jetzt dazu, dass in Österreich und Deutschland, und das ist eben extrem besorgniserregend, Parteien immer stärker werden, die sagen, machen wir es wie Ungarn, schaffen wir das Ganze einfach ab. Und das ist natürlich absurd, denn das wäre in diesen Staaten mit ihrer starken staatlichen Tradition nicht nur das Ende von Asylrecht, das wäre ein Angriff auf die gesamte Konstruktion der Menschenrechte, die wir haben. Aber wir diskutieren darüber jetzt ernsthaft. Und die letzten Wochen, um das abzuschließen, hatten wir jetzt Vorschläge von der Koalition, von der Opposition. Die CDU-CSU fordert nichts, was gegen die Menschenrechte ist. Das muss man immer wieder betonen. Zu sagen, wir wollen, dass mehr Asylanträge in anderen europäischen Staaten behandelt werden und nicht in Deutschland, ist legitim. Warum soll Deutschland, warum soll Österreich 51% des Schutzes vergeben? Die Mittel, die sie aber vorschlagen, werden nicht funktionieren. Und vor allem funktioniert es nicht, wenn man dann sagt, wir schieben die Leute quasi automatisch in die Nachbarn ab. Und diese Nachbarstaaten sind gerade die Staaten, die in den letzten Jahren am meisten Schutz vergeben haben. Im Falle Österreichs Asyl, im Falle Polens und Tschechiens Ukrainerinnen. Also Deutschland ist hier in einer merkwürdigen Lage. Und dass das praktisch nicht funktioniert, darüber glaube ich, brauchen wir nicht viel diskutieren, da sind wir uns alle einig. An der grünen Grenze ohne Zaun will man Leute stoppen, die davor fünf Grenzen mit Zäunen oder mit gewalttätiger Polizei überwunden haben. Also der CDU-Vorschlag ist nicht einer, der funktionieren kann. Aber Ich der unterbreche Vorschlag jetzt jetzt. mal, weil Ja. wir kommen gleich nochmal auf den CDU-Vorschlag, CDU-CSU, würde ich sagen, aber vielmehr der CDU-Vorschlag. Aber nochmal zurück zu dieser Frage, was ist jetzt die Belastung in Deutschland zahlenmäßig? Die Ampelregierung hat uns ja auch erklärt, inwieweit Maßnahmen ergriffen worden sind, die irreguläre Migration zu reduzieren. Also es gibt faktisch dieses Jahr voraussichtlich, wir stehen ja noch nicht am Ende dieses Jahres, aber voraussichtlich 260.000 Asylanträge. Letztes Jahr waren es noch 350.000 Erstanträge. Das ist ja eine Reduzierung und es sind beides Zahlen, die weit unter den Zahlen von 2015, 2016 liegen. Also Ja, aber Achtung, wo ist darf ich mal gerade einen Punkt zu die den Zahlen? Belastung? Wir Das haben ist, natürlich weiß. Ukrainerinnen, Ukrainer in weitaus größerer Zahl aufgenommen. Und ich glaube, diese Belastung der Kommunen liegt ja auch in der Tatsache, dass wir Schutz bieten vor dem Krieg in der Ukraine und sehr viele Menschen zu uns gekommen sind nach der EU-Massenzustromsrichtlinie, die ja die Leute ausnimmt von den Asylverfahren. Deshalb tauchen die in den Zahlen nicht auf. Könnt ihr das nochmal erklären, wie sich das verhält? Vielleicht Also Gerald. der Trend, das ist ja, glaube ich, das, was auch Politiker in Deutschland beunruhigt. Von 2016 an ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland stark gefallen. Schon 2017 waren es nur noch 200.000, dann 160.000, dann 140.000 vor Covid. Covid war natürlich ein Ausnahmejahr, 2020 würde ich nicht zählen, aber die Zahl ist stark gefallen. Seit 2021 ist sie gestiegen. Die Zahl, die du jetzt genannt hast von 260.000 in diesem Jahr, wäre mehr als in jedem Jahr seit 2016, außer dem letzten Jahr. Das heißt, wir sind wieder auf einem sehr hohen Niveau und der Grund dafür ist auch nicht so schwer zu verstehen. Wer stellt denn in Deutschland die Asylanträge? Im letzten Jahr waren es 100.000 Syrer. Die Zahl der Syrer, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz Asylanträge stellen, lag vor Covid und nach der Einigung mit der Türkei insgesamt in 3 Jahren bei 200.000. Nach Covid und jetzt, wo wir keine Einigung mehr mit der Türkei haben, lag sie in Österreich, Deutschland und der Schweiz bei 450.000. Die Zahl der Syrer in der Türkei fällt um Hunderttausende. Offiziell, wenn man die türkischen Statistiken ansieht, ist die Zahl der Syrer in den letzten 4 Jahren in der Türkei um fast eine halbe Million zurückgegangen. Die Türken sagen, die gehen alle nach Syrien freiwillig. Das tun sie natürlich nicht. Hunderttausende, 450.000 haben in 3 Jahren in Österreich, Deutschland, der Schweiz einen Asylantrag gestellt. Syrer und Afghanen. Und das bedeutet, was wir jetzt erleben, ist im Grunde, wir schauen alle weg. In der Türkei gibt es die größte Zahl von Flüchtlingen in der Welt. Dort gibt es Druck.
Wir haben keine geordnete Kooperation mehr. Die Kooperation wurde 2020 ausgesetzt. Und die Türkei hat kein Interesse mehr, Leute zu stoppen. Griechenland macht brutale Pushbacks, die wir alle aus den Medien kennen. Erik hat darüber viel berichtet. Aber natürlich hat Griechenland auch kein großes Interesse, weil ohnehin alle durchziehen. Bulgarien detto. Bulgarien will keine Spannungen mit der Türkei. Wir haben also eine Entwicklung, wo hier Österreich und Deutschland liegen und dort die Türkei mit über 3,1 Millionen Syrern und noch einmal Afghanen im Land und großem Druck, keine geordnete Kooperation und die Leute schlagen sich durch. Und daran wird sich, wenn wir nicht eine andere Politik machen, nichts ändern. Und die entscheidende Frage ist ja jetzt, ich glaube, drei Fragen und dann höre ich auf. Will man das überhaupt stoppen, dass die Leute irregulär kommen? Also ist es ein Ziel, die irreguläre Migration zu stoppen? Die Zeit hat eine Umfrage gezeigt, 80% der Deutschen sagen ja, aber 16% der Deutschen sagen nein. Und darunter sind sicherlich viele Wähler der Grünen. Also das ist eine Grundsatzfrage. Will man das reduzieren? Dann ist die Frage, wo will man es reduzieren? An der deutschen Grenze, was wir alle für ziemlich aussichtslos halten, oder an der europäischen Außengrenze? Und die dritte Frage ist aber dann, wenn man sagt, man will es reduzieren und man macht es an der Außengrenze, wie macht man es dort? So wie es immer mehr Regierungen machen mit Gewalt und Pushbacks oder durch Einigungen und andere Kooperationen? Ich glaube, diese drei Fragen, ob, wo und wie, müssen wir beantworten. Und der Grund für die hysterische Debatte in Deutschland ist, dass diese drei Fragen nicht beantwortet werden, dass es hin und her geht. Und dass man nicht ehrlich sagt, klar, wenn man der Meinung ist, man soll das gar nicht reduzieren. Und das sagen ja viele mit ehrlicher Überzeugung. Also diese 18% in Westdeutschland, diese 16% in Ostdeutschland, gar kein so großer Unterschied, die sagen, Deutschland kann mehr Leute aufnehmen. Aber das sind halt in der Koalition, sind das nur noch die Wähler der Grünen. Und daher die Spannungen, daher kommt die Regierung mit ihrer Politik am Ende zu diesen ganzen komischen Entscheidungen. Ja, es ist ja nicht so, dass in einem Kompromiss aus Grünen und Merz dann nur komische Entscheidungen kommen, sondern es ist auch so, dass man kaum darüber reden kann, was eigentlich realistische Möglichkeiten sind. Ich finde auch, Gerald, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen der Frage, kann man irreguläre Migration stoppen und kann man sie reduzieren? Und ich glaube, dass wir einfach dem Irrglauben anheimgefallen sind, dass man mit einer Maßnahme 2016 nun eine Lösung hat, die für die nächsten Jahrzehnte alles gut macht. Die Zahlen sind damals gefallen und man hat sich eigentlich nicht weiter darum gekümmert, um die Frage, wie kriegen wir es erstens hin, dass die Menschen, die 2015, 16 gekommen sind, hier auch auf eine Aufnahmegesellschaft, auf Strukturen treffen, bei der sie dann schnell Teil der Gesellschaft werden. Das ist ja nicht das Ziel von Menschen, die hier Asyl bekommen, dann die Flüchtlinge zu sein in der Gesellschaft, sondern sie müssen ja schnell Teil der Gesellschaft sein. Da hätte man sehr schnell sehr viel investieren müssen, schon eigentlich vor 10 Jahren anfangen müssen. Ja, das kann man jetzt nicht mehr ändern. Aber ich glaube, da ist sozusagen auch ein Punkt. Es ist ja keine absolute Größe, wie viele Menschen kann man im Jahr aufnehmen in einer Gesellschaft, sondern sie wird auch durch politische Entscheidungen bestimmt. Und ich glaube, dass wir politische Entscheidungen getroffen haben in den letzten 10 Jahren, die jetzt zu Problemen führen, wo in der Tat es nicht sein kann, dass man viele Wochen, teilweise viele Monate auf einen Sprachkurs warten muss, dass Menschen, die gerade noch in der Ukraine unterrichtet haben in Schulen, hier auch nach über fast 2 Jahren dann, wo sie hier sind, immer noch nicht unterrichten können, dabei helfen können, die ukrainischen Kinder zu betreuen in den Schulen und so weiter. Also da gibt es sehr viele Sachen, die innerhalb des Landes nicht gut laufen und wo wir ansetzen können. Ich stimme aber zu, dass natürlich insgesamt es nicht das Ziel sein kann, dass man sich einfach völlig abhängig macht von den weltweiten Entwicklungen und dann kommen ein Jahr mal 100.000, ein Jahr mal 1 Million Menschen. Dafür kann man auch nicht gute Strukturen schaffen. Aber hier einen Puffer einzubauen über Regelungen in der Europäischen Union und über Aufnahmestrukturen in Nachbarländern von Krisenregionen, das ist sicherlich sehr sinnvoll. Ein Teil des EU-Türkei-Deals hat ja darauf abgezielt, syrischen Geflüchteten in der Türkei Bildung, Gesundheitsversorgung und den Zugang zu Arbeit zu geben. Und ich glaube, dass das ein sehr sinnvoller Vorschlag ist. Man hat dann nur nicht darüber nachgedacht, wie kriegt man das denn stetig hin? Wie schafft man das in festen Abkommen, an denen zum Beispiel Erdogan dann auch Interesse hat, dafür zu sorgen, dass eben nicht die Situation entsteht, die jetzt in der Türkei entstanden ist, dass es dort im Prinzip auch Strukturen gibt, die auf Ausgrenzung setzen, die versuchen, Menschen aus Syrien wieder nach Syrien zu treiben. In wirklich, also gestern habe ich von einem Fall gelesen, dass jemand dort abgeschoben wurde, dann in einem Folterknast zu Tode gefoltert wurde. Also das erzeugt ja dann auch eine, also erstens sehr unwürdige Situation, aber zweitens auch eine Situation, in der die großen Aufnahmeländer
dieses Krieges in Syrien, das ist ja nicht Deutschland, also auch, aber nicht hauptsächlich, sondern in der die großen Aufnahmeländer wie Jordanien, Libanon und Türkei anfangen, Menschen zu vertreiben. Und ich glaube, dass die große Gefahr besteht, dass die Menschen eben dann nicht nur nach Syrien kommen, sondern sich auch gezwungen sehen, nach Europa zu fliehen, weil sie anderswo eben keine Perspektive haben. Und ich glaube, dass wir erst über solche Fragen diskutieren, wenn die Zahlen hier wieder steigen. Das ist das Problem der letzten Jahre, dass wir eigentlich der Debatte immer hinterherlaufen, nicht in eine vernünftige Debatte kommen. Wie schafft man mit dem reichen Europa Menschen auf der Welt wieder in einer Form Schutz zu bieten, dass niemand sich so herausgefordert sieht, dass man dann nur noch auf Abschottung setzt? Also ich sehe große Einigkeit in der Frage des Obs. Ich glaube, jeder wünscht sich ein vernünftiges Management von irregulärer Migration, sonst funktioniert es nicht, weder national noch europäisch. Die Frage ist, inwieweit Populismus der richtige Diskurs zu dieser Frage, wie managen wir das, ist und ob nicht auch Populismus solche Ergebnisse befördert, wie bei der Meinungsumfrage, die Zeit jetzt präsentiert hat, wo es dann eben nur noch 18% denken, anders zu tun. Aber schauen wir noch mal ein bisschen auf die Debatte und diese Forderungen der CDU-CSU. Der CDU-Chef Merz fordert ja die Notlage, Erklärung auszurufen. Das heißt, mit Bezug auf Artikel 72 des EU-Vertrags will er das, was mit Kontrollverlust benannt worden ist, Notlage suggerieren in Deutschland, damit es dazu kommt, dass Binnengrenzen dauerhaft kontrolliert werden und Zurückweisungen gesteigert werden. Jetzt haben bereits viele Nachbarländer reagiert, mit weitaus viel Unverständnis, aber auch schon mit klaren Ansagen, dass sie nicht bereit sind, Migrantinnen an der Grenze, die zurückgewiesen werden, aufzunehmen. Sind diese Forderungen rechtens nach EU-Recht? Also könnte das funktionieren? Es wird ja rauf und runter diskutiert. Könnt ihr das nochmal sachlich erklären? Und sind sie umsetzbar? Also was macht ein Mensch, der, weil er keinen Asylantrag stellt, zurückgewiesen wird und von der österreichischen oder tschechischen Seite dann nicht zurückgelassen wird? Wo bleiben die Menschen? Was denkt man dazu? Willst du beginnen? Ja. Ja, also Ja. ich meine Antwort wäre ganz einfach. Ich halte die ganze Debatte zwar verständlich, dass manche Länder sagen, wir machen so viel mehr als andere in der EU und wir sollten ja eigentlich über Solidarität reden und die gibt es ja offensichtlich nicht. Also nachvollziehbar, aber trotzdem für falsch. Die Idee mit Maßnahmen, das DHL-Prinzip, also wir sehen diese Asylsuchenden in der EU wie Pakete und wir versuchen sie hin und her zu schieben. Das ist einfach zum Scheitern verurteilt. Und da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Also ich höre in der deutschen Debatte immer über die großen Verschärfungen, die diskutiert werden, die auch zum Teil schon umgesetzt wurden. Dann lobt sich die Regierung dafür. Vieles von dem, was hier an Verschärfungen präsentiert wird, gibt es in Österreich schon lange. Trotzdem gibt es dort mehr Asylanträge pro Kopf. Also das sind keine Maßnahmen, die dazu führen, dass weniger Menschen kommen. Jemand, der Schutz sucht, wird in ein Land gehen, wo er oder sie damit rechnet, dass es dort ein faires Verfahren gibt. Und wenn wer jemand als Flüchtling anerkannt wurde, dann ist es vorbei. Dann werden die Personen behandelt wie Bürger. Das ist ja im EU-Recht und im nationalen Recht klar. Also, Also, was du sagst, dass die Menschen kommen trotzdem, auch wenn man ihnen das Leben schwerer macht in wer es in die Deutschland. EU schafft, der zieht dann auch. Natürlich, das Problem ist, wir sehen ja, dass es, das ist ja das Unfaire an dieser Debatte. Wir sehen ja, dass es zum Teil gelingt, Leute von einem Land ins andere weiter zu lenken. Also es gehen weniger Leute jetzt nach Skandinavien. Das heißt, es bleiben mehr in Deutschland, von denen, die kommen. Aber Deutschland kann nicht die gleiche Strategie machen. Also das ist das Problem. Man kann natürlich suggerieren, aus Dänemark gibt es jetzt Abschiebungen nach Syrien, die es nicht gibt. Aber man kann das suggerieren. Und wenn ich davon höre, dann denke ich mir, ich bleibe eben in Deutschland. Was aber nichts nützt, und da ist diese Debatte über Symbole und Signale, wenn jetzt Deutschland sagt, okay, wir suggerieren, wer jetzt nach Deutschland kommt, den schieben wir ab nach Österreich oder nach Polen. Weil das ist nicht glaubwürdig. Verstehen Sie? Das Problem ist, oder verstehst du, das Problem ist, diese ganze Debatte über das, wo wir irreguläre Migration reduzieren,
Nur für Deutschland, indem wir versuchen, dass mehr von denen, die kommen, anderswo hingehen, wird Europa auf Dauer dramatisch schwächen. Denn wenn jetzt Deutschland kann die Notlage erklären. Das ist ja jetzt möglich. Ich würde nur ziemlich sicher voraussagen, dass das Europäische Gericht das kippen wird. Also, das ist ja ein rechtsstaatlicher Vorgang. Es ist nicht sehr verantwortlich, etwas zu tun, von dem man erwartet, dass es gekippt wird. Das ist eine schlechte Strategie. In der Aber wenn das Vergangenheit Europäische haben Gericht das Gerichte dann das ja kippt, auch nicht, also bei Ungarn, du hast von Orbán gesprochen, hat das Europäische Gericht ja auch anders geurteilt, nicht wahr? ja, natürlich, das hat das abgelehnt und das würde es, ich bin sicher, auch hier tun und das auch Daniel Thüm hat eine Stellungnahme geschrieben, der bekannte Ex-Jurist und Rechtsprofessor aus Konstanz für die österreichischen Grünen 2022, wo er sagt, in allen Fällen bis jetzt hat der Europäische Gerichtshof das abgelehnt. Also ich gehe davon aus, das würde er wieder tun. Natürlich weiß man es nie hundertprozentig, aber er würde es wieder ablehnen. Aber darum geht es ja nicht. Das Problem ist ja ein politisches. Was wir erleben, ist, dass immer mehr EU-Länder sich nicht ans Recht halten. Wenn in Österreich die FPÖ erste Partei wird, wir wissen es noch nicht, aber wir haben jetzt Wahlen im September. Und dann macht sie eine Koalition mit der ÖVP. So wie in Niederösterreich, einem der größten Bundesländer. Und dann erklären die beiden, wir machen es jetzt wie Orban. Wir erklären auch eine Notlage. Die werden das nicht sagen, wir ignorieren das Recht. Die werden eine Notlage erklären. Und dann werden sie sagen, wir setzen uns mit Freunden in anderen europäischen Regierungen zusammen. Und wir versuchen, dass jeder, der nach Österreich kommt, so schnell wie möglich nach Deutschland weiterzieht. Weil die Ampel sind nicht unsere politischen Freunde. Und Deutschland erklärt dann auch eine Notlage. Und die Tschechen erklären dann auch eine Notlage. Dann, was wir wirklich erleben, ist das Ende von Schengen und den Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit in der EU. Weil wir dann nicht mehr über Gesetzesänderungen diskutieren, zusammen in der EU, sondern einfach das Gesetz ignorieren. Und natürlich ist die Grundidee, an der deutschen Grenze irreguläre Migration zu reduzieren, logischerweise nur mit Zäunen zu machen, die aber niemand will, außer der AfD. Also die ganze Debatte über all diese Maßnahmen, aber ich glaube, man kann sie realistischerweise nur beenden, wenn man ein realistisches Konzept hat, wie man die irreguläre Migration an den Außengrenzen reduziert. Und Aber daher wieder meine nochmal. Frage, das Ob ist noch nicht beantwortet, weil du sagst, wir sind für kontrollieren. Nein. Der Ampelvertrag verspricht, zitiere nur, wir werden irreguläre Migration reduzieren. In dem Jahr, als das versprochen wurde, gab es in Deutschland 190.000, 200.000, ja, 143.000 Asylanträge. Also reduzieren würde bedeuten weniger. 2019, Entschuldigung, 2021, 150.000 21. Asylanträge. Ja. Reduzieren würde bedeuten weniger. Einigt sich, ich würde das vorschlagen für die Ampel. Man macht der Union ein Angebot. Nach den Brandenburg-Wahlen setzt man sich zusammen. Ziel, keine Obergrenze, rechtlich, das ist ein Unsinn, aber Ziel, 150.000 Asylanträge in Deutschland ist ein Ziel. Und dann setzt man sich hin und überlegt, mit welchen Maßnahmen, ohne Gimmicks, ohne sinnlose Aktionen, ohne Europarecht zu schwächen, ohne die Menschenrechte zu schwächen, ist das erreichbar. Und dann wird man, das sage ich voraus, sehr, sehr schnell bei einer neuen Diskussion mit der Türkei landen. Denn sonst ist es nicht zu machen. Ja, wir Aber sind noch nicht beim Wie. Ich möchte ja. nochmal Erik fragen, was diese Notlage, die Herr Merz wahrscheinlich, wenn er in der Regierung wäre, nicht ausrufen würde oder vielleicht nach 3 Monaten, wenn das Urteil ist, zumindest wieder zurückholen würde. Aber warum ist diese Forderung so, warum schwächt die, wie Gerald Knaus sagt, die EU und was ist rechtens daran und eben auch nicht rechtens? Kannst du das nochmal erklären? Also vielleicht muss man sagen, ohne Notlage, da ging es ja auch sehr durcheinander und ich finde es auch verheerend, wie teilweise also ehemals gute Juristen dort dann, also wie Papier, Bundesverfassungsgerichtspräsident, wirklich völlig abwegige Meinungen, die nicht nur eine Minderheitsmeinung in der Juristerei darstellen, sondern die wirklich Urteilen widersprechen, übrigens auch Urteilen vom Bundesverfassungsgericht widersprechen, wo sie einfach sagen, EU-Recht gibt es eigentlich gar nicht. Das kann man sozusagen, wenn man 81 Jahre alt ist und auch mal in die Presse will, einfach behaupten. Aber es ist sozusagen sowohl juristisch als auch politisch völlig verantwortungslos. Und wir haben also eine Situation, in der wir uns an EU-Recht halten müssen, erstmal. Und das heißt, dass jeder Mensch, der um Asyl bittet, bei uns in einem Rechtsstaat erstmal ein rechtsstaatliches Verfahren bekommt. Also wir entscheiden nicht mit dem Knüppel oder mit einem Messer oder mit Warnschüssen, wer jetzt ins Land kommt, sondern wir entscheiden, dass in einem rechtsstaatlichen Verfahren. Und das ist auch ein Grundsatz, den man nicht aufgeben sollte. Die Union suggeriert hier, man könne das ganz einfach machen.
Sie suggeriert, also man könne eine Notlage erklären, dann müsse man sich nicht mehr an den Schengener Grenzkodex halten, dann müsse man sich nicht mehr an das Dublin-III-Abkommen und perspektivisch dann eben auch nicht mehr an GEAS halten. Und es ist aber juristisch auch eindeutig, ich bin jetzt kein Rechtsgelehrter, aber ich habe mich mit sehr vielen Juristen unterhalten und mein Eindruck ist, jetzt ist in der Breite völlig klar, auch Daniel Thüm übrigens, der da immer herangezogen wird, man wird das vor dem EuGH dann verlieren. Manche sagen nur, wir sollten in dem Wissen, dass wir vor Gerichten dann verlieren werden, das jetzt tun und dann Tatsachen schaffen, die das Gericht vielleicht nicht mehr zurückdrehen kann. Und dieser Weg, also die Gewaltenteilung offensiv anzugreifen, zu sagen, es ist eigentlich egal, was die Gerichte entscheiden, jetzt sollte wieder die Politik entscheiden, ist eben auch ein Angriff auf die rechtsstaatlichen Grundsätze in Europa, den sich andere schneller zu eigen machen werden, als man glaubt und viel konsequenter damit handeln werden, als man sich vorstellen kann. Wilders in den Niederlanden, Orbán in Ungarn, alle werden sich ein Beispiel nehmen und Notlagen erklären und gegebenenfalls sogar immer wieder neue Notlagen erklären, bis die Gerichte gar nicht mehr hinterherkommen mit ihren Entscheidungen, sodass die europäische Rechtsordnung einfach wirklich auseinanderbricht und wir in einer Abwärtsspirale sind, die man sich dann praktisch mal vorstellen muss. Also wir wischen das Recht jetzt mal beiseite. Man macht das einfach, Zurückweisung an deutschen Grenzen, Schengener Grenzkodex und Dublin gilt nicht mehr. Dann müsste man aus menschenrechtlicher Perspektive, wenn man sich noch weiter an die Menschenrechte hält, das Non-Refoulement-Gebot beachten, also schon noch individuell, und das kann man in einer Kurzprüfung machen, überprüfen zum Beispiel, wenn man Leute nach Polen bringt, werden sie dann vielleicht nach Belarus zurückgebracht. Es kann auch sein, dass in so einer Kettenreaktion einfach ein wildes Hin- und Herschieben auch außerhalb der Außengrenzen teilweise passiert und Gerichte würden das dann eventuell auch verhindern. Man müsste also das auch brechen. Aber viel praktischer ist doch die Frage, wie reagieren denn die europäischen Partner darauf? Das haben wir ja jetzt schon gehört, sie würden solche Zurückweisungen nicht akzeptieren. Man könnte dann gucken, ob man das vielleicht auch ohne die Zustimmung der Partner macht, indem man sie über die Grenzen treibt. Also so macht man das zum Beispiel an der griechisch-türkischen Grenze. Da werden dann mit Warnschüssen die Leute jeweils in die eine Richtung auf Inseln im Evros getrieben und so weiter und sitzen dann da. Und man versucht sozusagen, wer hier am lautesten Warnschüsse abgibt, der gewinnt am Ende und die Leute sind wieder im anderen Land. Also das ist jetzt keine sozusagen skurrile Dystopie, die ich hier beschreibe, sondern es ist das, wie es schon an Außengrenzen passiert, wo Griechenland und die Türkei sich nicht immer absprechen. Aber selbst wenn man das dann irgendwie schafft, die Menschen sind ja nicht einfach weg, wenn sie in Polen sind, sondern sie werden dann, wenn Polen sagt, nein, wir wollen diese Menschen nicht, dort auch nicht so behandelt werden, dass sie dort eine Perspektive haben, sondern sie werden eben versuchen, wieder über die Grenze zu kommen. Sodass wir in einer Kettenreaktion dann auch in Deutschland feststecken, in die sich auch die Debatte noch entwickeln kann, wenn vielleicht Friedrich Merz wirklich Bundeskanzler ist und ich weiß gar nicht, ob er dann sozusagen vernünftig agiert. Aber die Kettenreaktion sieht wie folgt aus. Wir suggerieren erstens, Grenzkontrollen werden dazu führen, dass die irreguläre Migration nach Deutschland massiv reduziert wird. Das ist ja im Gespräch sozusagen auch immer so. Jetzt stellt man langsam fest, das funktioniert gar nicht. Also redet man über Zurückweisungen, die rechtlich nicht möglich sind. Wenn man diese Zurückweisung in irgendeiner Art und Weise macht, dann wird man feststellen, dass es so viele grüne Grenzen gibt, dass es ohne Grenzanlagen überhaupt nicht funktioniert. Also braucht man Zäune. Dann wird man feststellen, dass auch neben dem Zaun schon die Leiter erfunden wurde. Also Menschen trotzdem versuchen, über diese Zäune zu kommen. Also braucht man Abschreckung und Gewalt. Und wenn man dann an diesem Punkt ist, dann merkt man, dass Gerichte in einem Rechtsstaat gar nicht akzeptieren, dass man diese Gewalt so willkürlich anwendet, sondern sie werden dagegen entscheiden. Also braucht man rechtsfreie Zonen an der deutschen Grenze. Und das ist auch etwas, was wir eben an anderen Grenzen in Europa schon erlebt haben. Die Aufgabe der Rechtsstaatlichkeit an den Grenzen. Und das Ergebnis ist übrigens nicht, dass dort niemand mehr kommt, sondern das Ergebnis ist im Wesentlichen, dass die Leute sich andere Wege suchen, immer wieder probieren, wie sie zum Beispiel Ungarn umgehen können. Aber selbst in Polen, wo die belarussische Grenze wirklich massiv auch gewaltvoll überwacht wird, oder in Griechenland, wo es also Putschbacks auch ins Meer gibt, ist es nicht so, dass niemand mehr kommt, sondern es ist so, dass nur immer mehr Chaos entsteht, das übrigens auch nicht im deutschen Interesse weniger irregulärer Migration ist oder so, sondern eigentlich dazu beiträgt, dass immer mehr Menschen die Flucht nach Deutschland in Angriff nehmen. Also eigentlich ein Weg, der am Ende in einer Abwärtsspirale landet, die Deutschland, wenn man jetzt diesen Wettkampf, wer kriegt am wenigsten Geflüchtete, mal annimmt, den Deutschland verlieren wird. Deutschland wird nicht so hart gegen Menschen vorgehen können, zumindest nicht in der Rechtsordnung, die wir gerade haben, wie das andere Länder machen. Deswegen ist es ein Weg, der zum Scheitern verurteilt. Also menschenrechtlich,
was die Grundsätze unserer Staatlichkeit angeht, aber auch was unsere historische Verantwortung angeht und der eigentliche Weg. Und wir reden ja noch ausführlicher über Lösungen, der erstmal aus meiner Sicht, wie kann man eigentlich schaffen, dass sich europäische Länder wieder an europäisches Recht halten, damit es auch eine gemeinsame Interessenlage gibt überhaupt. Denn viele Länder sagen, das ist ein deutsches Problem, damit müssen wir uns gar nicht mehr beschäftigen. Ja, vielen Dank für die Erklärung. Ich glaube, bei 3.900 Kilometer, glaube ich, sind es insgesamt deutscher Grenze, sind ja auch diese begrenzten, also zeitlich begrenzten Grenzkontrollen, die jetzt vom Bundesinnenministerium erlassen worden sind, sehr polizeiintensiv. Ja, da wird Polizei dazugezogen und so weiter. Das hat ja auch Folgen. Aber ich will noch mal auf diese Frage kommen. Verteilung innerhalb Europas. In der ganzen Debatte geht es natürlich auch immer wieder sehr emotional darum, warum gerade Deutschland? Warum soll sich Deutschland an das Recht halten? Gerrit Knaus hat das ja so ein bisschen auch nochmal europäisch aufgemacht. Warum kommen so viele Ukrainer zu uns, belasten die Kommunen, dann noch die ganzen Leute, die nicht rechtens sozusagen, also nicht mit Aufenthaltsgenehmigung nach Deutschland kommen, über die Wege, die ihr gezeichnet habt? Wie ist Dublin umsetzbar und kann es gelingen, eine bessere Verteilung innerhalb Europas herzustellen? Also eine gerechtere, sagen wir, oder eine nach pro Kopf gemäße etc. Wir reden ja seit gefühlt 20 Jahren über Dublin und die Dysfunktionalität von Dublin-Verfahren. Und ich glaube, Josephine Paul hat es auch sozusagen, als sie erklärt hat, was schiefgegangen ist nach dem tödlichen Anschlag von Solingen, als ein dysfunktionales System benannt. Vielleicht Vielleicht jetzt mal kann ich umgekehrt, vielleicht anfangen, fängt Gerrit? Erik Ja. nochmal an, das zu erklären. Also in der Tat, das Dublin-System ist in einer Zeit entstanden, in der Länder wie Deutschland und damals auch unter Angela Merkel gesagt haben, also einen fairen Verteilschlüssel in Europa, da machen wir nicht mit. Asyl und Migration, das ist etwas, darum sollen sich die Außengrenzstaaten hauptsächlich kümmern. Und als sich die Interessenlage dann irgendwie umgekehrt hat, kam man nicht mehr zu dem Punkt, an dem man wirklich über eine faire Verteilung in Europa ergebnisoffen diskutieren konnte, sondern es gibt dafür überhaupt keine Mehrheiten. Ich möchte aber trotzdem sagen, auch weil wir in der Debatte zum Beispiel als Grüne immer dastehen, als würden wir etwas blockieren. Also wir blockieren teilweise abwegige Vorschläge, aber dass ich mir dann immer sagen lassen muss, also man hätte keinen Vorschlag, also eine faire Verteilung, also nur weil den andere ablehnen als abwegigen Vorschlag, ist das nicht auch jetzt irgendwie gar kein Vorschlag. Eine faire Verteilung in Europa muss man erreichen. Man kann da, glaube ich, in die Richtung schon arbeiten, dass es wieder eine ähnliche Interessenlage gibt. Der erste Punkt dafür wäre, sich die Zahlen genau anzugucken. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland den Eindruck, wir hätten überproportional viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen, viel mehr als alle anderen Staaten. Und es stimmt, dass es eine sehr, sehr große Diskrepanz gibt zwischen den EU-Staaten. Manche haben kaum Menschen aus der Ukraine aufgenommen, aber manche eben auch viel mehr. Deutschland hat, glaube ich, am Ende ungefähr 26% der Menschen aus der Ukraine aufgenommen, bei ungefähr 22, die man nach einem gerechten, 22% nach einem gerechten Verteilschlüssel aufnehmen müsste. Also etwas überproportional, aber für die geografische Nähe zur Ukraine gar nicht so schlecht. Ja? Also da muss man sagen, Polen zum Beispiel hat viel mehr Menschen aufgenommen. Und wenn man sich diese Zahlen dann genau angeschaut hat, dann muss man, glaube ich, gucken, an welcher Stelle, in welchem Land kann man eigentlich was wieder wie verändern. Und ich sehe schon, dass es Staaten gibt, die sich weitgehend weigern, EU-Recht einzuhalten, sowohl was die Bereitschaft zur Registrierung von Menschen, die irregulär über die Grenze kommen, an der Außengrenze angeht, also wo man ja dann auch dafür verantwortlich wäre, in den allermeisten Fällen diese Asylanträge zu prüfen, als auch was die Aufnahmebedingungen angeht, wo es ja eine Aufnahmerichtlinie gibt, die wird mit der neuen GEAS-Reform jetzt dann auch nochmal etwas spezifischer. Also da anzusetzen und erstmal auch diese Staaten zur Verantwortung zu ziehen, damit sie wieder EU-Recht einhalten und sie gegebenenfalls zu bestrafen, zu sanktionieren, wenn sie das nicht tun. Und das ist etwas, wo die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen aus meiner Sicht versagt hat in den letzten 5 Jahren, wo die deutsche Bundesregierung auch sagen könnte, dann leiten wir eben diese Vertragsverletzungsverfahren ein. Das ist keine Maßnahme, die alle Probleme lösen wird, aber sie muss gemacht werden, damit EU-Staaten wieder einen Anreiz haben, weil sie ansonsten sanktioniert werden, sich an die europäische Rechtsordnung zu halten. Es sind nicht alle Staaten und es ist nicht an allen Grenzen gleichermaßen das Problem. Aber das wäre eben schon ein großer Gewinn, weil man dann vielleicht auch ein Interesse hätte, das Dublin-System nochmal in einer Art und Weise zu überarbeiten, wo es eine faire Verantwortungsteilung gibt.
Und da wären wir einen Schritt weiter. Aber in der Tat ist Dublin weitgehend, ich würde nicht sagen vollständig gescheitert, aber eben sehr dysfunktional. Und deswegen wundert mich auch ehrlicherweise der Vorschlag von Nancy Faeser, dass man sagt, wir machen jetzt an den deutschen Außengrenzen große Lager, wo die Verfahren ganz schnell gemacht werden. Also dass man jetzt sagt, das, was in Europa gescheitert ist, machen wir jetzt in Deutschland ein Dublin für Deutschland, wo Länder wie Hessen dann irgendwie gar keine Verantwortung mehr haben. Das ist aus meiner Sicht, also wir kennen den Vorschlag noch nicht genau, wissen nicht, was da drin steht, aber wenn diesem Weg ist, dass man von einem festen Verteilschlüssel, den man über den Königsteiner Schlüssel in Deutschland hat, abweicht und dann ein Dublin-System einführt, dann gehe ich davon aus, dass dieser Vorschlag also hoffentlich nicht umgesetzt wird. Und ehrlicherweise würde ich mir wünschen, dass auch die SPD in betroffenen Ländern, zum Beispiel Brandenburg, dann nicht diesen Vorschlag bejubelt, sondern sich klar macht, dass das zum Beispiel für Brandenburg heißt. Aber ganz kurz dazu nochmal, Deutschland kann natürlich beim Wie auch verbessern. Also es gibt ja die Prüfung bei einem Asylantragsteller, ob ein anderes Land in Europa eigentlich zuständig für den Antrag ist und dann die Anfrage an den Staat zurückzunehmen und so weiter. Wir haben das nach Solingen ja rauf und runter diskutiert. Nordrhein-Westfalen hat jetzt ein Paket, also Schwarz-Grün hat ein Paket vorgelegt, was kleine Stellschrauben, glaube ich, beinhaltet, der Verbesserung dieser Rückführungen in andere Staaten, die zuständig sind. Es Also gibt man kann aber da sehr zum viel Beispiel verbessern. Griechenland, die gar keine Menschen zurücknehmen. Ja, man kann da sehr viel verbessern. Ich finde bei der Solingen-Frage, das ist auch wichtig, sich zu fragen, was ist da in dem konkreten Fall falsch gelaufen? Ich finde es falsch, so zu tun, als wäre es besser, grundsätzlich, wenn die Person einfach in Sofia diesen Anschlag begangen hätte. Also die Abschiebung alleine ist gegen Islamismus eben dann nicht die richtige Maßnahme, insbesondere nicht innerhalb Europas. Da muss man, also intensiv finde ich, vor allem dann über die Fragen, wie geht man mit Islamismus um, wie kann man die Sicherheitsbehörden und so weiter, ne? Ich will jetzt keinen Exkurs aufmachen, aber das ist ja die Diskussion, die wir da eigentlich führen müsste. Bei der Frage von Dublin-Rückführung hängt es entscheidend nicht an der Frage, ob man Menschen zurückführen kann, meistens ja innerhalb des Schengen-Raums, also wo man ja gar nicht effektiv verhindern kann, dass Menschen auch einfach wiederkommen. Es hängt an der Frage, haben in den anderen EU-Staaten die Menschen, die man dahin zurückführt, dann auch eine Perspektive, die sie dazu veranlasst, dann dort auch zu bleiben? So, man kann darüber reden, wie man das vielleicht dann so regelt, dass irgendwie diese Staaten dafür mehr Verantwortung übernehmen und wie auch die Staaten irreguläre Sekundärmigration als weniger Anreize dafür bieten, auf verschiedenen Ebenen. Aber die Grundfrage, weil wir es mit Menschen zu tun haben, wie schaffen wir, dass Menschen, die ja auch schutzbedürftig sind am Ende, dann eben auch Zukunft zum Beispiel in Bulgarien haben. Das ist etwas, was ins Zentrum des Diskurses fließen müsste. Nicht die Frage nur, wie können wir jetzt eine Dublin-Rückführung Ja. beschleunigen? Übrigens Ja. auf 5 Wochen das zu reduzieren, ist völlig unrealistisch. Greg Knaus, ist das dann letztlich eine Frage des Wettlaufs um die schlechteren Standards in verschiedenen europäischen Ländern? Kann man dieses System funktional machen? Wird uns irgendwann in der nächsten Zeit eine bessere europäische Verteilung, bessere Verantwortung, geteilte, vielleicht durch die gemeinsame Reform, die Ende 26 ja umgesetzt werden soll, die GIAS-Reform, gelingen, oder bist du da pessimistischer? Ich sehe das nicht. Also wir hatten eine Chance mit den Ukrainerinnen. Da gab es ja eine einstimmige Entscheidung, dass die überall in der EU einen Status bekommen, auch Zugang zum Arbeitsmarkt und so weiter. Und da hätte man sich überlegen können, ohne einen Verteilschlüssel, sondern einfach nur mit Anreizen, wie schaffen wir es, dass zumindest die Ukrainerin in Frankreich so viel Unterstützung bekommt wie in Deutschland. Das hätte man ja besprechen können. Das war nie auf der Agenda. Niemand in der deutschen Regierung hat das je vorgeschlagen. Also wir haben darüber ein Papier geschrieben. Das Ergebnis ist, Frankreich hat jetzt so viele Ukrainerinnen, halb so viele wie Baden-Württemberg. Das ist das Ergebnis. Das ist aber, gleichzeitig muss man fairerweise dazu sagen, Tschechien hat natürlich pro Kopf fast dreimal so viele Ukrainer aufgenommen als Deutschland. Wenn man es bei den Ukrainerinnen, von denen, wo es breiten politischen Konsens gab und unglaublich viel Sympathie in allen Teilen der Bevölkerung in Europa, nicht schafft, etwas halbwegs Faires hinzubekommen und es nicht einmal andenkt, dann sehe ich nicht, wie das jemals klappen wird bei Asylsuchenden, wo die ganz große Mehrheit der EU-Regierungen radikal dagegen sind. Und mit gutem Grund.
Die allermeisten haben das Problem für sich gelöst. Also die Leute gehen eben nach Deutschland, Österreich, die Schweiz und noch eine kleine Zahl anderer Länder und sind nicht bei ihnen. Also deswegen sehe ich die ganze Debatte als eine, natürlich, Deutschland führt die Debatte, weil Deutschland würde ja die Menschen dann verteilen. Die sind ja in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass wir aus Italien die Leute holen. Die sind ja nicht mehr in Italien. Wir würden sie aus Deutschland nach Italien schicken müssen. Und das ist ja eigentlich Dublin. Also das haben wir ja schon. Das heißt, die ganze Debatte über Verteilung von Leuten aus Österreich nach Rumänien schicken, aus Deutschland nach Italien schicken, ist einfach nur Dublin umgedreht. Das wird nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren. Das ist eine Illusion. Das lässt sich nicht durchsetzen. Und Vertragsverletzungsverfahren, ich meine, Erik kennt das, den europäischen Betrieb gut. Geldstrafen erlässt, also Geldstrafen, nicht nur ein Urteil, was Ungarn etwa einfach ignoriert hat 2020, sondern eine echte Geldstrafe. Erlässt der Europäische Gerichtshof im Durchschnitt zwei, drei, viermal im Jahr in der gesamten EU für alle Themen, inklusive Umwelt, inklusive, also alles. Das ist kein Instrument, das der Europäische Gerichtshof, weil die Kommission es selten zum Gerichtshof bringt, Ja, ich. die nächste Kommission noch weniger. Und die Idee, dass wir es schaffen, ich halte es sogar für sehr gefährlich, zu viel auf die Gerichte zu setzen. Denn wir haben in England gesehen, was passiert, wenn Migration und EU so verbunden werden, dass der Eindruck entsteht, eigentlich die Regierungen würden sie ja gerne stoppen, aber die europäischen Gerichte stoppen die Regierungen. Dann haben wir eine Dexit-Debatte. Also wenn jetzt, das war auch mein Argument gegen den CDU-Vorschlag, wenn jetzt die CDU eine Notlage, also die Regierung erklärt eine Notlage, die CDU unterstützt das und dann wird das vom Europäischen Gericht gekippt, dann hat die AfD ihr Thema. Alle Parteien in Deutschland wollen eine Notlage, aber die europäischen Gerichte, diese Richter in Luxemburg, die nichts verstehen von unseren Problemen. Also dann ist das eine Kampagne gegen den Gerichtshof, wie wir sie ja bei Populisten überall in Europa schon sehen. Und das wird dann gefährlich für die EU. Denn die EU ist ja nur durch das Recht zusammengebunden. Also wenn Ungarn sich nicht an das Recht hält, Ursula von der Leyen kann keine EU-National Guard dahin schicken, wie das Eisenhower gemacht hat in Alabama, um EU-Recht durchzusetzen. Das gibt es nicht. Also wenn Staaten sich nicht an das Recht halten wollen, dann gibt es Geldstrafen oder nichts. Und Gerald. Geldstrafen gibt es sehr selten. Also ich glaube einfach, das ist keine Lösung. Vor allem würde das dazu führen, dass wir in Europa die nächsten Jahre nur über Migration reden. Und genau das wollen ja die rechten Parteien. Was wir eigentlich bräuchten, ich glaube, gerade das ist eine Herausforderung an die Grünen. Die regieren ja, die Grüne Partei regiert ja mit in Deutschland, im wichtigsten Land. Welche Vorschläge kommen jetzt von der Grünen Partei auf die drei großen Fragen? Ob wir irreguläre Migration reduzieren wollen, haben wir schon gehört, ja. Nicht stoppen, das ist illusorisch. Aber im Koalitionsvertrag, Erik hat ihn ja mitverhandelt, ist das Ziel, wir wollen sie reduzieren. Gut. Wo sind wir uns alle einig? Nicht an der deutschen Grenze, also an der Außengrenze. Und die entscheidende Frage ist dann das Wie. Und da tun sich, das verstehe ich, grüne Parteien schwer. Weil wenn wir sie an der Außengrenze reduzieren wollen, da gibt es jetzt den Konsens bei den meisten in der Community, die sich für Flüchtlingsrechte einsetzt, mit Erfolg in Österreich und in Deutschland. Das ist dann Externalisierung. Das will man nicht. Dann haben wir aber das Problem an den Außengrenzen, dass wir eigentlich Flächen von Norden Europas bis in den Süden überall jetzt Pushbacks legalisieren. De facto oder de jure. Und das geht nicht. Das ist wirklich Menschenrechtsverletzung. Daher verstehe ich nicht, und diese Idee würde ich ja aufgreifen. Wir haben ja jetzt in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-grüne Kooperation, konstruktive Reaktion gehabt, auch auf Solingen. Ich meine, es war ja Hendrik Wüst, der im letzten Herbst vorgeschlagen hat, auch sichere Drittstaatsabkommen, nicht als Patentlösung, aber es ist die beste Lösung, irreguläre Migration zu Ja, aber reduzieren. warte mal, Und das fairerweise geht muss aber man. derzeit nicht, weil das europäische Recht es nicht zulässt. Aber Und fairerweise Deutschland muss man hat ja diesen sagen, Kampf vor geführt. Nordrhein-Westfalen Deutschland war gab das es. Land, das gestoppt hat, dass das Verbindungskriterium gekippt wurde. Und deswegen kann man keine sicheren Drittstaatsverhandlungen führen mit Ländern. Deswegen ist die ganze Prüfung des Innenministeriums absurd, weil was soll man da prüfen? Es ist ja gar nicht erlaubt. Und daran hält Deutschland fest. Und das verstehe ich nicht, dass man da nicht sagt, wir wollen perspektivisch zu einem kanadischen Modell mit mehr legalen Aufnahmemöglichkeiten für Flüchtlinge mit weniger Toten im Mittelmeer. Wir wollen die Standards verteidigen. Wenn das ein grüner Vorschlag ist, dann wird ja klar gesagt, dass wir nicht Leute einfach in irgendein Land schicken und wir Also. erklären, die sind sicher und dann kümmern wir uns nicht. Das würden ja die Gerichte nicht zulassen. Das wäre auch kein menschenrechtskonformer Vorschlag. Aber dass man das
Und dass die Union zurückkehrt, anstatt über die deutschen Binnengrenzen zu reden, zu dem Vorschlag zurückzugehen, dass wir den Kanarischen Inseln die irreguläre tödliche Migration aus Westafrika durch solche Abkommen reduzieren, dass darüber nicht diskutiert wird, das wäre eigentlich ein grüner Vorschlag, ein Ja, Vorschlag der Mitte. Gerald, also genau, das sind ja jetzt verschiedene Themen. Also ich glaube, dass zum Beispiel die CDU nicht mehr so viel über den Vorschlag mit Ruanda, also unter Diktator Kagame diskutiert, hängt auch damit zusammen, dass diese Idee in Großbritannien aus verschiedenen Gründen komplett gescheitert ist und dass eben das europäische Recht auch gerade geändert wird. Da gibt es eine Evaluierungsklausel zu dem Verbindungselement drin und das wird dann im nächsten Sommer diskutiert und Viel zu evaluiert. spät, Aber so zu viel zu spät. tun, ja, viel zu spät, aber wir müssen uns ja auch im Rahmen des Möglichen bewegen, weil du kannst natürlich als Politikwissenschaftler sagen, das ist viel zu spät, aber es ist nun mal eben das, was eben in diesem Gesetz steht. Und ich finde, im Rahmen der Möglichkeiten zu sagen, auch aus deiner Perspektive, also es gibt ja kaum Geldstrafen vom EuGH, deswegen ist das kein Weg, ist nicht ganz solide, weil ich glaube, dass wir am Ende zu dem Punkt kommen, wo wir über diverse Maßnahmen reden, uns auch anschauen, welche sind mit den Menschenrechten vereinbar, welche sind praktisch umsetzbar, bei welchen haben wir vielleicht eine Situation, die bei manchen Externalisierungsvorschlägen, dass wir mit einmal abhängig sind von einzelnen Diktatoren, also unser ganzes System ist abhängig von dem Daumen hoch, Daumen runter von einer einzelnen Person im Wesentlichen. Da gibt es berechtigte Zweifel und das können wir auch sozusagen weiter diskutieren. Ich finde nur, der erste Punkt, wenn es zu wenig Geldstrafen vom Europäischen Gerichtshof gibt und wenn der Europäische Gerichtshof, und da stimme ich dir zu, eben nicht die einzige Instanz sein kann, die hier das Recht noch verteidigt oder Lösung erringt, dann müssen wir noch erstens mal gucken, wie können wir denn mehr Vertragsverletzungsverfahren auch mit Strafen durchführen, wenn wir merken, dass Ursula von der Leyen als EVP-Mitglied große Bedenken immer hat, wenn es um EVP-Regierung geht. Dass Viktor Orban verurteilt wird, hängt ja nur damit zusammen, dass er nicht mehr Teil der EVP ist, muss man sagen. Ja, also Ja, da das gibt hat es sehr vorher begonnen, Anton. parteipolitische, Das ja, hat aber vorher es gibt begonnen, ja, erstmal. ja, aber sozusagen, weil es dann ein Auseinanderdriften gab bei Mitsotakis in Griechenland, sieht das anders aus, wenn sie zusammen Sommerurlaub machen. Der Punkt, den ich damit sagen will, ist, die deutsche Bundesregierung könnte selbst dazu beitragen, dass es mehr Fälle, auch sanktionierbare Fälle vor dem Europäischen Gerichtshof gibt. Das wäre ein pragmatischer Weg. Und zweitens ist Deutschland auch ein Land, das ja sozusagen kein luxemburgischer Bezirk ist, der einfach zuschauen muss, was die europäischen Länder da eigentlich so machen sollen. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir sind ein großes europäisches Land im Herzen Europas. Und wir könnten eben abseits dieser irrsinnigen Debatten, die wir gerade führen, auch dazu beitragen, dass andere Länder, die teilweise sehr von, auch wirtschaftlich sehr von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union profitieren, die sehr viel Geld auch bekommen, weil Deutschland dort sehr viel Geld einzahlt, dass wir unsere Kraft politisch nutzen, um auch in der Migrationsfrage die Einhaltung des Rechts, der Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenwürde und auch eine gemeinsame Lösung zu forcieren, innerhalb der Europäischen Union erstmal. Dass man zum Beispiel darüber redet, wie können wir Teile aus dem EU-Türkei-Deal wieder reaktivieren? Auch diese zum Beispiel sehr gute Grundidee über Visaliberalisierung, ein ernsthaftes innenpolitisches Interesse in der Türkei zu schaffen, dass man sich dann an Vereinbarungen hält und die syrischen Geflüchteten dort wieder gut behandelt. Das wäre ja etwas, wo man sehr pragmatisch mit, ich muss noch sagen, eine Entscheidung dazu beitragen könnte, dass die irreguläre Migration aus der Türkei auf null, also von türkischen Staatsangehörigen vor allem, auf null reduziert wird und dass auch diejenigen, die vielleicht gar keinen Schutzanspruch haben, sondern einfach ein besseres Leben wollen, sich dann auf reguläre Art und Weise bewerben müssen, um Jobs, um einen Aufenthaltsstatus etc. Also einfach zu sagen, Visaliberalisierung für die Türkei, alle Menschen mit türkischer Staatsangehörigkeit können frei in die Europäische Union reisen, aber wer dieses Visum, also nach 90 und 180 Tagen, ne, die man dann bleiben darf, dann noch hier ist, der muss dann eben auch zurück, kann aber immer wieder kommen, zum Urlaub machen oder was auch immer, würde ein Game Changer sein, auch in der Interessenlage der Türkei in dieser Situation, mit dem man dazu beitragen könnte, dass auch diese Massendeportation nach Syrien relativ schnell aufhören würden. Ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis darauf, dass es vielleicht nicht bei der Frage, wie irreguläre Migration zu reduzieren, nicht die alleinige Lösung, so das Heil in einer Lösung, so wie uns diese Notlage-Erklärung suggeriert wird und immer wieder gedeutet wird, auch das müsste jetzt passieren. Es ist vielleicht nicht das, vielleicht
viel mehr, so wie wir jetzt auf Nordrhein-Westfalen und EU-Türkei-Deal nochmal verwiesen haben, dass sowohl als auch kleinere Stellschrauben, natürlich auch Stellschrauben der Integration. Und wir haben über eine, glaube ich, im Verlauf der fast jetzt einer Stunde Gespräch auch gemerkt, wie komplex, also wie schnell wir über verschiedene Ebenen, Sachverhalte zusammensprechen. Und ich glaube, das kennzeichnet die Debatte der letzten Wochen, dass sehr viel zusammengeschmissen wird, was hochkomplex ist, rechtlich hochkomplex, europapolitisch hochkomplex, nationalstaatlich auch schon komplex. Und dass vielleicht diese Debatte wieder eine ruhigere, sachlichere, rechtskonformere gemeinsam werden muss, auch in der Gesellschaft, Populismen nicht so stark polarisieren. Wir haben noch einen Aspekt völlig außer Acht gelassen, den ich am Schluss, um es dann doch noch ein bisschen komplizierter zu machen, nochmal mit reinwerfen will. Und das ist schlicht die Tatsache, dass Deutschland ja altert und die deutsche Wirtschaft in ihren verschiedensten Institutionen vom Arbeitgeberverband, die Bundesagentur für Arbeit, die IHK, Gewerkschaften, alle sagen, wir brauchen Migration. Jetzt ist die CDU ja mittlerweile nicht mehr nur bei der Reduzierung von irregulärer Migration, die wir alle wollen, sondern bei Migration allgemein. Deutschland braucht aber Migration und insbesondere natürlich Arbeitsmigration. Muss das nicht auch zur Neuausrichtung einer Migrationspolitik gehören, dass wir da gemeinsam überlegen, wo braucht es geordnetere Regelungen, wo braucht es mehr Attraktivität, wo braucht es natürlich auch Abbau von steigendem Rassismus, damit Leute überhaupt kommen wollen und hier arbeiten? Was braucht Deutschland an Migration? Das ist jetzt nochmal der ganz große Bogen, aber wie kommen wir zu einer besseren Debatte? Also ich kann da vielleicht kurz anfangen. Also Thüringen und Sachsen, und das klingt vielleicht etwas polemisch, aber wir haben ein großes Migrationsproblem. Und es sieht so aus, dass sie ein Fünftel ihrer Bevölkerung verloren haben seit der Wende. Es gibt dort Regionen, die aufpassen müssen, nicht auszusterben, wo es überhaupt kein generationenübergreifendes Wohnen mehr geben kann in großen Häusern, weil die junge Generation eigentlich nichts anderes als weg will, zu großen Teilen. Und hier zu schauen, wie kann man eigentlich in Deutschland in der Breite, auch in ländlichen Regionen, Infrastruktur schaffen, die es attraktiv macht, dort zu leben, die auch Offenheit dafür zeigt, dass dort vielleicht Leute, die dort nicht schon immer gewohnt haben, wohnen können. Das ist ein Aspekt, der Voraussetzung dafür ist, dass wir auch wirtschaftlich als liberale Demokratie erfolgreicher sind, denn wir brauchen in der Tat viele Arbeitskräfte, teilweise in hochqualifizierten Berufen, wo die Diskussion, die wir gerade führen, auch Folgen hat. Also wenn eine große Chipfabrik in der Nähe von Magdeburg gebaut wird, dann werden dort nicht nur Joachims und Uwes arbeiten können, sondern es werden dort ganz viele Menschen arbeiten, die hochqualifiziert sind, die sich aber vielleicht nach kurzer Zeit in der Region Magdeburg überlegen werden, ob sie da eigentlich ihre Kinder noch großziehen wollen, wenn sie dort rassistisch angefeindet werden. Und da glaube ich, dass wir uns dem Rassismus intensiver auch in der Sprache, auch in demokratischen Parteien widmen müssen, weil wir dort teilweise Strukturen schaffen, die Deutschland so unattraktiv machen in bestimmten Regionen, dass wir dort überhaupt keine wirtschaftliche Zukunft in der globalisierten Welt mehr schaffen können. Das andere ist, dass wir nicht so tun können, als würde jetzt die Fluchtmigration einfach automatisch auch einen Beitrag zu dem Bedarf an Arbeitskräften bieten. Es kann ein Beitrag sein, aber dazu bräuchte man eine große Kraftanstrengung, die man auch angehen müsste. Auf der einen Seite, wie kann man Menschen schnell in die Situation bringen, arbeiten zu können? Da geht es bei den ukrainischen Frauen beispielsweise um Kinderbetreuung. Viele sind ja alleinerziehende Mütter, die hier sind. Und wenn sie ihre Kinder nicht betreut kriegen und man dafür keine Strukturen hat, ja, wie sollen die denn arbeiten? Das andere ist, dass wir auch da überlegen müssen, wie können wir denn Menschen, die hier teilweise sehr, sehr unqualifiziert aus unserer Sicht dann ankommen, weil sie eben nie zur Schule gehen konnten, zum Beispiel, in eine Situation bringen, wo sie auch eine gute Perspektive haben. Und die allermeisten Menschen wollen ja arbeiten. Und da, glaube ich, können wir zum einen deutliche Entbürokratisierung schaffen. Wir müssen aber auch bei der Sprache gucken. Es gibt viele EU-Mitbürgerinnen und Mitbürger, die zum Beispiel in Berlin arbeiten, in Restaurants, in Bars, in Kneipen. Es ist völlig normal, dass da nicht jede Person Deutsch spricht. Es wird aber bei Fluchtmigration so getan, als bräuchten viele erstmal ein quasi B2-Niveau auf Deutsch, bis sie irgendwo Arbeit finden können. Und da müssen wir sprachlich als Einwanderungsland, finde ich, auch offener sein.
Nicht, weil wir nicht wollen, dass die Menschen am Ende Deutsch lernen, sondern weil wir wissen, dass sie am besten Deutsch lernen, wenn sie Teil der Gesellschaft sind, im Alltag damit zu tun haben. Da lernt man die Sprache. Also da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Der Kern, und das ist mein letzter Punkt, wäre aber, dass wir verstehen, dass am Ende irreguläre, also Migration, die auch sehr gefährlich über das Mittelmeer, und überhaupt nicht gut steuerbar ist, nicht enden wird, wenn wir dazu keine Alternativen schaffen. Ich glaube, zum Beispiel, wenn wir über die Türkei reden, darüber zu reden, wie schaffen wir es denn, dort Möglichkeiten zu schaffen, dass man sich auf einen Job bewerben kann. Da kann es ein Center geben, da kann man gucken, in welchen Regionen in Europa braucht man denn gerade welche Leute, welche Qualifikationen muss ich mir dafür erarbeiten und wie kann ich dann nach Europa kommen. Da könnte man investieren. Allerdings stecken wir in dieser Falle, dass wir sagen, nein, erst müssen wir die Migration stoppen und dann können wir darüber reden, wie Menschen legal hierher kommen können. Das würde nicht funktionieren. Wir müssen beides gleichzeitig machen. Also Vielen Dank. um die, ja, so. Gerald, willst du dazu noch mal Ja, ein paar der Worte sagen letzte und dann Punkt. lasse ich vielleicht mal ein paar Fragen aus dem Chat hier rein in die Ja, da Debatte? mache ich es ganz kurz und sage, ich stimme Eric Marquardt zu. Das Gleichzeitige ist das Entscheidende. Ich glaube, es ist sowohl möglich, mehr legale Arbeitsmigration zu ermöglichen. Also warum nicht ein Pilotprojekt beginnen? Ich meine, die Grünen haben den Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Warum nicht ein Konzept entwickeln für zusammen mit dem SPD-Sozialminister, dass sich Syrer in der Türkei bewerben können für Arbeit in Deutschland? Die bekommen sowieso Schutz, aber dass es da ein Kontingent gibt. Wir bieten der Türkei an, jedes Jahr einige 10.000 Syrer legal aufzunehmen. Aber ich garantiere, das ist politisch nur durchsetzbar, also hundertprozentig, auch in Deutschland, in der EU sowieso, aber auch in Deutschland, dass sich mehr beteiligen, wenn wir gleichzeitig sicherstellen, ab einem Stichtag nimmt die Türkei die irregulär kommen, wieder zurück. Also das hatten wir ja schon mal. Die Idee war ja, eine größere Zahl von Syrern aufzunehmen. Und ich denke mir, dass alle, die sich für den Flüchtlingsschutz einsetzen, diese alternativen Wege für Flüchtlinge, aber auch in den Arbeitsmarkt zu kommen, das können wir ausbauen. Aber es ist eben einfach so, dass selbst in Einwanderungsgesellschaften, und wir sehen es ja in den USA, das Schlimmste, was passieren kann, ist, was unter Joe Biden in den USA passierte. 3 Jahre lang, er kam an, hat gesagt, ich mache es nicht wie Trump, ich bin für Migration, Amerika ist eine Migrationsgesellschaft, sein Außenminister ist selbst das Kind von Migranten, viele Amerikaner verstehen das, ich will es anders machen als Trump. Und das Ergebnis war, er verlor total die Kontrolle an der Grenze. Es gab mehr Pushbacks unter Biden als unter Trump, also Leute ohne Verfahren. Trotzdem kamen Millionen. Also wenn Trump heute eine Chance hat, die Wahl zu gewinnen in ein paar Wochen, dann deswegen. Es gab mehr Gewalt, es gab mehr Tote. Und am Ende hat Joe Biden per Dekret im Sommer beschlossen, die Grenze zu schließen. Also es ist jetzt offizielle Politik der USA, dass niemand, der über die Grenze kommt, einen Asylantrag stellen kann. Das ist der Traum von Viktor Orban. Und jetzt muss Kamala Harris erklären, warum das, was sie am Ende machen, nicht am Anfang gemacht wurde. Und das ist die Falle für alle Parteien der Mitte. Hoffentlich geht es in den USA noch gut aus. Aber wenn Trump gewinnt, dann wegen diesem Thema. Und das darf nicht passieren. Also ja, wir brauchen legale Migration. Legale Migration kann man erklären. Ich glaube, in Deutschland gibt es einen breiten Konsens. Aber wir dürfen nicht riskieren, dass Parteien immer mehr Einfluss gewinnen, die ja über ganz andere Konzepte nachdenken, aber die jetzt in Thüringen die Wahl gewonnen haben, nämlich Konzepte, einfach Leute zu vertreiben. Ich glaube, das ist ja genau diese Entgleisung der Debatte, dass wir Ja, vielleicht aber zu dass wenig Faschisten erklären, Faschisten was sind, Deutschland wissen wir. Das braucht, Problem und ist zu nur, sie dürfen viel nicht über davon 10% reden, was es nicht kommen. braucht. Besser noch weniger. Aber in Österreich haben wir jetzt eine Partei, die FPÖ, die sich überhaupt nicht mehr von der identitären Bewegung abgrenzt. Die junge FPÖ umarmt die identitäre Bewegung, die ja wirklich über Verbrechen nachdenkt. Also die Vertreibungen, über die man da redet, da geht es nicht um Ausreisepflichtige, da geht es um Leute, die anders aussehen, um Muslime, um andere. Und diese Partei, die sich nicht mehr von den Identitären distanziert, könnte in einem Land, das mehr Schutz vergeben hat als jedes andere in Europa, die Wahlen gewinnen. Also ich hoffe nicht. Hoffentlich gehen alle Österreicher und wählen für andere Parteien. Aber das ist jetzt eine Möglichkeit. Das ist ja dramatisch. Und Trump könnte immer noch in den USA gewinnen. Und dann haben wir eine Debatte, wo es wirklich darauf ankommt, das Zentrum zusammenzuhalten, um die grundlegenden Menschenrechte noch zu schützen, weil der Westen dann wirklich unter Druck gerät. Solange das Zentrum rechtskonform und
vernünftig bleibt. Ich schließe mal eine Frage aus dem Q&A-Raum hier an. Christine Hellberg sagt, die Kernfrage ist doch, wie machen wir aus abgelehnten Asylbewerbern legale Arbeitsmigrantinnen? Also Zahl der Asylanträge reduzieren im Sinne einer vereinfachten Zuwanderung von Arbeits-, nicht nur Fachkräften. Da ist ja gesetzlich einiges geschaffen, aber ist dieser Spurwechsel, ist er noch in der Debatte? Kann man ihn leisten? Das ist ja im Grunde auch diese Frage nach in Arbeit setzen, Erik, die du schon in der Diskussion früher angesprochen hast. Also mehr Es ist schade, auch da für diese stecken wir ein bisschen Bewerbung. fest. Wenn wir immer weiter diskutieren, können wir nicht am Ende in großem Stil abschieben und dann seien die Probleme gelöst. Das ist angesichts der letzten Jahre ja völlig unrealistisch. Auch wenn wir uns anschauen, wer ist überhaupt ausreisepflichtig, in welche Länder müssten die Leute gehen, wie kann man das eigentlich bewerkstelligen? Also da wird der Eindruck erzeugt, dass eigentlich sozusagen Hunderttausende in Deutschland leben, die hier gar nichts zu suchen hätten und die man ganz einfach loswerden könnte. Man müsste nur ein paar politische Maßnahmen machen, ein paar Gesetze ändern und die Bundespolizei etwas besser ausstatten und dann ginge das alles. Bis hin zu der Frage, was passiert eigentlich, wenn man sie irgendwo hin abschiebt, wo sie keine Perspektive haben. Aber gut, sodass natürlich auch angesichts unserer aktuellen Situation, dass es einen großen Arbeitskräftemangel gibt, einfach zwei Entscheidungen sehr einfach zu treffen wären und die Ampel macht in dem einen Bereich jetzt schon einiges, aber man könnte das, glaube ich, auch noch viel deutlicher machen. Nämlich erstens, wie schaffen wir es, Arbeitshindernisse weitgehend abzubauen? Also die Bürokratie, also es müsste ja eigentlich eine FDP-Forderung sein, aber dann mache ich es jetzt, ja, wenn das nicht funktioniert bei denen. Sobald ein Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag mit einer Person schließen will in Deutschland und das alles mit rechten Dingen zugeht, die Person dann Steuern zahlt, was hat sich der Staat da einzumischen? Also das ist doch nichts, wo der Staat jetzt irgendwie gucken muss, dass man erstmal noch eine Zettelwirtschaft macht. Die können auch einfach einen Arbeitsvertrag schließen, dann geht's los. Dann hat man eine Person weniger an Bürgergeld. Und das Zweite ist, auch die Sicherheit zu geben bei diesen hitzigen Debatten, dass wir sagen, und das könnte man jetzt auch in diesem Sicherheitspaket, was ja gerade verhandelt wird, einfach mal festlegen, sobald jemand hier rechtschaffend ist und einfach arbeiten geht, hat die Person nichts mehr zu befürchten und ist herzlich willkommen. Also, dass wir am Ende nicht mehr über die Abschiebung von schweren Straftätern reden, aber am Ende die abgeschoben werden bei den Maßnahmen, sind dann die Leute, die in Ausbildung und Arbeit sind und gar nichts verbrochen haben. Also, da wären zwei Punkte und dann muss man natürlich drittens nochmal gucken, wie baut man eigentlich die Brücken für Menschen in den Arbeitsmarkt, wo man Investments braucht, die kurzfristig Geld kosten, aber langfristig eben sehr viel Geld sparen und auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt liefern können. Gerald wird jetzt noch sagen, das ist natürlich keine Dauerlösung, man bräuchte einen Stichtag, aber das kann er ja jetzt machen. Aber vielleicht kannst du noch kurz vorher sagen, ob Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, hier die Fragestellerin hat ja gesagt, es geht längst nicht mehr nur um Fachkräfte, sondern Arbeiter in vielen der Berufe, die unterbesetzt sind in Deutschland. Aber haben Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, Einbürgerungsgesetz und da waren die Grünen natürlich beteiligt und aktiv, haben die was gebracht? Sicherlich, ja, aber das ist auch in dieser Koalition so ein bisschen problematisch, wenn man an allen Stellen dann versucht, hier noch was dran zu drehen und da, und könnte das nicht ein Pull-Faktor sein? Also fehlt da an irgendwie einer großen Entscheidung zum Einwanderungsland Deutschland und einem Narrativ und dann eben auch Strukturen, die in den Herkunftsländern dazu beitragen, dass das alles gut funktioniert. Also wir müssen uns vielleicht auch klar machen, dass Deutschland nicht der große Magnet in der Welt ist, wo alle unbedingt hinwollen. Im Gegenteil. Im Gegenteil, viele Regionen in Deutschland sind nicht besonders attraktiv und wir haben ja bewusst ein großes Problem, an vielen Stellen Arbeitskräfte zu finden, Auszubildende zu finden, auch Hochqualifizierte zu finden, die hier arbeiten wollen. In manchen Bereichen nicht so viel, aber in anderen schon. Wir müssen eigentlich auf der Welt Strukturen schaffen, die dafür werben, dass man nach Deutschland kommen will und dann auch die Wege dazu anbieten. Wie kann man sich wo bewerben? Leben aber noch in einer Parallelwelt, in der alle glauben, die ganze Welt würde eigentlich nichts anderes vorhaben mit ihrem Leben, als unbedingt nach Deutschland oder Sachsen zu kommen. Dafür gibt es ja jetzt einen Sonderbeauftragten der Regierung, der in Länder geht und verhandelt, auch legale Wege, Arbeitsmigration. Heute zeitgleich, glaube ich, spricht gerade der Präsident Kenias, also dem Land mit dem gerade erst unlängst abgeschlossenen Migrationsabkommen, über Arbeitsmigration aus Kenia nach Deutschland. Gerald Knaus, sind das
gute Lösungen, um in Arbeit zu setzen, neben möglichen Spurwechsel? Also natürlich, das ist sinnvoll, weil ja, wenn man Kooperation mit Ländern will, das sehen wir nicht nur in Dublin innerhalb der EU, sondern das sehen wir bei Abschiebungsdebatten, andere Länder natürlich Interessen haben, überhaupt kooperieren zu wollen. Das ist einfach so, das ist Realismus. Und es ist ja auch sinnvoll, gerade vor dem Arbeitsbedarf, den hat ja nicht nur Deutschland. Ich war vor kurzem in Iași, zweitgrößte Stadt Rumäniens an der Grenze zu Moldau. Dort studieren ziemlich viele Menschen aus arabischen Ländern. Die sind dort sehr willkommen. Da gibt es eine Tradition. In Iași sind sie froh, dass jetzt erstmals seit dem Ende des Kommunismus die Bevölkerung nicht mehr schrumpft. Da wird jetzt investiert, da passiert etwas. Die suchen Arbeitskräfte. Daher brauchen wir viel mehr Fantasie. Ich glaube nur, dass die Debatte global geführt werden muss. Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist Angst vor Kontrollverlust. Frisst die rationalen Debatten auf. Aber nicht nur in Deutschland. Und das ist nicht die Schuld der Union. Der Unionsvorschlag in diesem Fall war ja nur zu sagen, andere Europäer sollen mehr Asylverfahren machen. Der war untauglich. Aber wir haben das auch in Australien. Wir haben das in Kanada. Hätte Kanada mit einer sehr, sehr großen legalen Migration. Kanada hat in den letzten Jahren ein Programm, jedes Jahr eine 500.000 Leute, die ins Land kommen. Also genau das, was man sich wünscht. Und dazu, darunter 10% Flüchtlinge. Also 50.000 Flüchtlinge in diesem Dreijahresprogramm, jedes Jahr nach Kanada. Aber ich rede mit kanadischen Offiziellen und die sagen, wenn wir nicht sichere Drittstaatsabkommen mit den USA hätten und Leute zurückschicken können, die irregulär kommen, verlieren wir den Konsens dafür. Also diese hysterische Debatte verdrängt die Debatte, die wir brauchen. Aber die Antwort ist nicht zu beklagen, dass alle Länder, die wir kennen, bei irregulärer Migration hysterische Debatten führen, sondern ernst zu nehmen und zu sagen, wir brauchen Kontrolle, human. Die Grünen sind da in dieser Ampel, hoffe ich, immer noch in der Lage, Vorschläge zu machen, die über Deutschland hinausgehen. Was ist der Vorschlag für die Kanarischen Inseln, wo jedes Jahr über 1.000 Menschen ertrinken? Was ist der Vorschlag, den wir in Europa jetzt machen könnten? Was ist die Alternative zur Kooperation mit Libyen, auf die wir jetzt setzen? Was ist, wo immer noch im letzten Jahr nur am Weg nach Spanien und Italien 3.900 Menschen ertrunken sind? Und was ist die Kooperation mit der Türkei? Viele der Ideen, die Erik Marquardt anspricht, stimme ich zu. Lassen sich mit Arbeitsmigration und mit einer Vision, dass Deutschland ja auch Leute braucht, gut kombinieren. Aber wer verhandelt das jetzt? Und da müssen wir mit den Griechen reden, natürlich. Wie kriegen wir das hin? Ich Aber erwarte, das Gerald, ist Problem nicht ist, wenn das diese Wie genau Vorschläge die nicht kommen. Kombination aus genau diesen Bereichen? Also wir haben jetzt über EU gesprochen und was verbesserungswürdig wäre, wie man das umsetzen kann. Du redest jetzt über das größere Außen, wir haben über Deutschland gesprochen. Muss man nicht all diese Bereiche konstruktiver zusammennehmen? Ich will mal zwei Fragen noch aus der Teilnehmerinnen hier einfügen. Die einen, und das sind eine ganze Reihe von Teilnehmern, die sich daran stören, dass wir diesen an einer Stelle heißt es Kampfbegriff irreguläre Migration so im Mund führen, also auch ich in der Moderation. Wir haben natürlich versucht, deutlich zu machen, dass dahinter Menschen stehen mit ihren Schicksalen, aber es ist so ein Begriff, der das schärfer umreißt. Also ist das überhaupt richtig, so weit schon zu entmenschlichen und so einen versachlichenden und entmenschlichen Begriff wie irreguläre Migration im Mund zu führen? Und dann fragt eine Teilnehmerin, ich gebe das mal so weiter an Erik, Herr Marquardt, wenn 80% der deutschen Bevölkerung dafür sind, die irreguläre Migration zu stoppen, wir haben vorhin nochmal unterschieden zwischen stoppen oder reduzieren, nicht zu managen, zu stoppen, warum hören hier die Grünen nicht zu? Die Bevölkerung ist überfordert und überlastet, hat in Klammern zumeist unbegründete Ängste und reagiert immer reaktiver und extremer. Was wollen Sie tun? An dem Punkt waren wir ja jetzt mit Geralds Beitrag. Ja, das eine ist, also ich glaube, dass wir oft über Migration reden, als ginge es nur darum, ob man sie gut oder schlecht findet. Und dann teilt man das in Teams ein und sagt, die einen sind für offene Grenzen und wollen Chaos und die anderen, die machen die Grenzen zu und haben dann die Lösung. So. Nun ist es so, dass 80% der Deutschen eine bestimmte Meinung haben können. Aber ich bin mir sicher, dass auch wenn man 80% der Deutschen nach dem vielleicht jetzt schon bald bevorstehenden Hochwasser fragt, ob es weniger regnen sollte, auch ja sagen.
Nur ist das dann eben noch keine Lösung, auch keine politische Lösung. Und was ich einfach erlebe, ist, dass wir mit der Debatte, die wir in den letzten 10 Jahren geführt haben, an fast allen Stellen am Ende das System noch dysfunktionaler gemacht haben. Auch Asylrechtsverschärfung war ein Teil davon. Gerrit hat sozusagen die Meinung oder vielleicht auch gesagt, naja, das sind ja gar keine grundlegenden, harten Verschärfungen oder so weiter, aber es sind eben schon sehr viele Gesetzesänderungen, die es im Einzelfall dann eben schwieriger machen teilweise. Es wird aber immer das doppelte Versprechen gegeben, dass mit der nächsten Asylrechtsverschärfung also erstens alles viel besser wird und zweitens die Rechten irgendwie klein gehalten werden. Nun glaube ich halt nicht an diese Erzählung, sondern habe da Gegenvorschläge. Und ich finde, da ist also neben der Frage, ja, wenn 80% der Deutschen etwas auf eine Art und Weise sehen, dann haben wir in der pluralen Parteiendemokratie vielleicht auch noch 20%, die sich auch aufgehoben fühlen müssen in der Debatte. Geht ja nicht um die Frage, wer richtig und wer falsch liegt, sondern auch um die Frage von Repräsentation im politischen Raum. Es ist aber auch die Frage, was ist eigentlich ein pragmatischer Lösungsvorschlag? Und da gibt es verschiedene Migrationswissenschaftler, die verschiedene Vorschläge machen, von den hunderten Fragen, die bei Integration auftauchen, bis zu den europäischen Fragen, bis zu internationalen Fragen. Und wir blenden in diesen hektischen Debatten oft das alles aus und erzeugen die Stimmung in Deutschland, die ja nicht aufgrund rationaler persönlicher Erfahrung nur gebildet wird. Das ist ja, also wäre ja schön, wenn alle sich einfach nur umgucken im persönlichen Umfeld, was ist gerade mein größtes Problem? Und dann entscheiden sie bei den Anrufen, wenn jemand von vorne anruft, dann zu sagen, was ist eigentlich gerade mein Problem? Das ist nicht die Realität. Die Realität ist, dass sehr viele Leute auch durch die mediale ba Debatte glauben, es sei das einzige und größte Problem gerade irreguläre oder wie die Rechten dann sagen, illegale Migration. Und ich glaube, dass wir da aufpassen müssen, auch im politischen Raum, dass wir nicht vergessen, dass wir die Stimmung in Deutschland mitbestimmen. Es ist ja absurd, die Zahl der Migration sinkt total, also von den Asylanträgen, aber wir diskutieren immer lauter darüber und diskutieren so, als gäbe es irgendwie überhaupt keinen Morgen mehr und als gäbe es auch gar keine anderen Probleme, weil wir irgendwie so tun, als sei jedes Problem, also vom Islamismus über die Gesundheitsversorgung bis zur Bildung und der Wohnungsmangel in Großstädten, eigentlich das Problem der Migration. Ja, wenn wir so diskutieren, dann müssen wir uns nicht wundern. Da würde mich auch nicht wundern, wenn es vielleicht bald mal irgendwie 93% der Leute sind, die sagen, man braucht harte Maßnahmen. Aber die Verantwortung der Politik ist eben auch, Orientierung zu bieten und das versäumt die Politik gerade, sodass ich glaube, mir, und das klingt jetzt vielleicht hart und ich will es aber bewusst so sagen, mir ist aus politischer Sicht wichtig, mir Probleme anzuschauen, zu überlegen, wie könnten Lösungen aussehen und wie kann man die gesellschaftlich irgendwie umsetzen. Wenn das die Mehrheit der Bevölkerung anders sieht als ich, dann muss ich als Politiker mich vielleicht fragen, ob sie gute Argumente haben, aber wenn ich die Debatte gerade anschaue, dann sehe ich das nicht. Und wenn es keine guten Argumente gibt, dann muss ich als Politiker sagen, ja, wie überzeuge ich denn diese 80% und nicht, wie kann ich ihnen am besten gefallen? Und das ist, glaube ich, gerade ein großes Problem. Man versucht, gefühlten Wahrheiten, gefühlten Mehrheiten hinterherzulaufen, bis sie irgendwann dann self-fulfilling prophecy-mäßig die Wahrheit werden. Und zu der Frage von irregulärer, illegaler oder was, wie auch immer gearteter Migration, ich glaube schon, dass wir uns jetzt auch nicht in völlig kleinen Details verirren dürfen. Ich diskutiere viel auf Englisch über das Thema im Europäischen Parlament. Dort gibt es die Rechten, die sprechen von illegaler Migration und die Progressiven, die sprechen von irregulärer Migration oder Mixed Migration Movements. Und da kann man jetzt auch versuchen, Worte zu finden, die dann vielleicht das alles treffender darstellen, von denen aber die meisten Leute noch nie gehört haben. Es ist, glaube ich, aber wichtiger, sich klarzumachen, dass man ja mit dem Begriff der irregulären Migration einfach beschreiben will, dass es Menschen sind, die eben die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen und das zum Beispiel dann auflösen können, indem sie einen Asylantrag stellen oder die dann im Zweifelsfall vielleicht keinen Asylantrag, die man auch zurückweisen und so weiter. Das, also, point taken, ich habe verstanden, manche stören sich an den Begriffen. Aber ich störe mich eher an der Gesamtdebatte und wenn ich jetzt versuche, neue Begriffe zu erfinden, über die niemand diskutiert, dann habe ich ein bisschen das Problem, wie zum Beispiel bei der Ja, wir haben dann Integration, wo eigentlich es noch auch zu. Leute gibt, die sagen, letzter Satz, die sagen, also Integration, das klingt ja immer so wie Assimilation, wir sollten lieber etwas anderes sagen, aber ehrlicherweise ist halt irgendwie, also das glaube ich gerade nicht das Kampffeld, dann muss ich auch sozusagen in die Bubble hineingeben, die sich damit beschäftigt. Viele machen das auch nicht, ja, aber das ist gerade nicht das Kampffeld. Das Kampffeld ist, können wir eigentlich
die Menschenwürde von Geflüchteten in die Debatte bringen? Können wir eigentlich den Flüchtlingsschutz in Europa und der Welt noch halbwegs bis hin zur Rechtsstaatlichkeit, können wir das alles noch halbwegs verteidigen? Und da sollten wir uns nicht so ein Klein-Klein verlieren. Fairerweise, ich richte jetzt noch mal eine Frage an Gerald, die aus dem von den Zuschauern, Zuhörerinnen kommt. Ihre Argumentation ist in dieser Angelegenheit weitgehend schlüssig und gründet auch immer an einem Interesse für Europa und per se auch für den Flüchtlingsschutz. Aber bitte überlegen Sie mal, wie Sie selbst zu dem Klima und der Debatte und konkret der CDU, Debatte beigetragen haben. Sie führen immer nur Argumente zusammen, dass es nur eine Lösung gibt und das ist immer falsch. Und die Idee zu Ruanda gab dem Affen Zucker, dass man suggeriert, Kontrolle könnte funktionieren, nur wenn man wollte. Bitte etwas mehr Vorsicht und Demut zu den gemischten Dynamiken. Also wie kriegen wir die Debatte runter von dem, Gerald, was du selber beschreibst als hysterisch und teils unrealistisch und auch unvernünftig? Ja, Und indem die wir, Rechten, Rechtsextremen stärkend. also sicherlich nicht, wobei es eben Leute gibt, die sind auch politisch Teil des Landes, der Gesellschaft und werden auch politisch vertreten, die der Meinung sind, alles, was wir hier besprechen, ist falsch. Man sollte irreguläre Migration nicht reduzieren. Das geht immer nur mit Gewalt. Diese Menschen gibt es. Ich diskutiere oft mit Menschen, das sind oft die, die sich vor Ort auch sehr einsetzen für Flüchtlinge. Und die denken, Deutschland, sie verstehen nicht, warum wir diese Debatte überhaupt führen. Aber wer nur ein bisschen über die deutsche Grenze hinausblickt, der erkennt sofort, warum wir die Debatte führen müssen. Denn Deutschland, wie gesagt, kann nicht seine eigenen Grenzen alleine regulieren, kontrollieren. Genauso wenig kann Deutschland alleine die grauenhafte Situation an den Außengrenzen der EU beenden. Also wenn wir die Griechen, die Polen, die Spanier, die Italiener und die Balten und selbst die Finnen verlieren, dann haben wir keine humanen Grenzen in Europa. Die haben wir dann nicht. Das heißt, wir brauchen schon auch Argumente, die andere überzeugen. Und jetzt zu dieser Frage der sicheren Drittstaaten. Ich bin bereit, mit jedem im Detail darüber zu diskutieren, dass eine Kooperation mit einem Land wie Ruanda unendlich moralischer ist als das, was die Europäische Union und Deutschland seit 7 Jahren mit Libyen machen. Und zwar im Einklang mit dem Flüchtlingsschutz und den Menschenrechten, wenn man die Standards verteidigt. Was wir seit Jahren machen, ist, wir schauen zu, wie wir Libyen Geld geben der EU. Und Libyen holte 125.000 Menschen vom Meer zurück mit unserer Unterstützung und sperrt sie ein. Und das hat die irreguläre Migration aus Libyen reduziert. Also die Zahlen sind klar. Seit 2017 im Sommer, das war ein sozialdemokratischer Innenminister, der das gemacht hat, sind die Zahlen gefallen. Es kommen immer noch jedes Jahr einige 10.000, es sterben immer noch jedes Jahr Menschen, aber das, was mit denen passiert, die zurückgebracht werden, ist grauenhaft. Wir führen diese Politik fort. Alle, auch die deutsche Regierung. Ich habe noch kein Wort der Kritik an der Unterstützung der EU hier von irgendeiner europäischen Regierung gehört. Wenn wir stattdessen Asylverfahren machen könnten in einem Land, wo Menschen human untergebracht werden und wo der UNHCR die Verfahren macht, dann wäre das moralischer und das würde dazu führen, dass weniger Menschen sterben. Also ich sehe darin überhaupt keine Verschärfung der Debatte, solange klar ist, dass die Standards für sichere Drittstaaten gelten müssen. Jetzt war ich aber in dem Aufnahmezentrum, wo UNHCR in Gashora, in Ruanda Asylverfahren macht für Menschen, die seit 2019 aus Libyen, aus den höllischen Lagern dort, nach Ruanda in Sicherheit gebracht wurden. Mir ist Ruanda egal. Also das ist jetzt nicht ein Land, für das ich mich besonders einsetze. Aber das Prinzip, dass wir Asylverfahren in einem anderen Land machen, mit Beteiligung des UNHCR, anstatt auf Tunesien zu setzen, wo Menschen in die Wüste gebracht werden, auf Libyen zu setzen, wo Menschen eingesperrt werden, wo in kürzester Zeit wieder ein Bürgerkrieg, der wird ja weitergeführt. Das halte ich nicht nur für eine Art von Kontrolle, die sinnvoll ist, sondern auch für moralischer. Darüber kann man streiten. Aber ich glaube, dass die englische Regierung das aufgegeben hat, hat nicht dazu geführt, dass sie eine Lösung hat im Ärmelkanal. Ich fand es absurd, dass Großbritannien Leute nach Ruanda bringen will. Großbritannien sollte nach einem Stichtag die Leute in die EU zurückbringen und dafür geordnet Leute aufnehmen. Also das ist natürlich viel besser. Aber derzeit sterben weiterhin Leute im Ärmelkanal.
Aber zurück Der zum. Kernsatz ist ja, darüber kann man streiten und das muss wahrscheinlich Ja, schon aber trotzdem die Sache ist, getan wenn wir werden. nur darüber streiten, aber sich nichts ändert, dann bestimmen in der Zwischenzeit andere die Agenda. Und das ist der Trend der letzten 5 Jahre und der ist extrem gefährlich und der hat jetzt auch Deutschland erreicht durch die Wahlsiege der AfD. Und jetzt stehen auf einmal Dinge zur Disposition, ob wir dem Europäischen Gerichtshof folgen sollen, ob wir Schengen erhalten sollen, ob Deutschland überhaupt Asylanträge entgegennehmen soll, die vor 5 Jahren kein Mensch für möglich gehalten hätte. Und ich fürchte, das könnte in Österreich auch so kommen. Bis jetzt war es nicht so. Und das ist wirklich ein Trend, den wir drehen müssen, aktiv. Und das schaffen wir nicht mit den 20% Unterstützern in Deutschland, die sagen, es gibt gar kein Problem, irreguläre Migration soll ruhig weitergehen. Das sagen auch unsere Wählerinnen und Wähler ja nicht. Und das ist ja auch nicht Nee, die grüne natürlich nicht. Haltung. Also, das ist ja, es geht ja nicht nur um Fragen der Zahlen, wie viele Leute stellen in welchem Jahr, wo, wie ihren Asylantrag. Die Zahl wird auch in absehbarer Zeit immer weiter schwanken, sondern bei der Frage um sichere Drittstaaten, die ist für die Union, die es ja auch in ihrem Grundsatzprogramm, also die CDU, die es in ihrem Grundsatzprogramm verankert hat, eben kein Anlass zu einer konstruktiven Diskussion darüber, wie kann man den Menschenrechtsschutz eigentlich erhalten, sondern auch wenn ich im Detail damit Menschen drüber rede, was der strategische Hintergrund ist, dann geht es eben darum, einen Weg zu finden, wie man suggerieren kann, dass Menschen auch menschenwürdig und human behandelt werden, aber eben nicht mehr mit einem Rechtsanspruch, dass das in Deutschland oder in der EU passiert, sondern man suggeriert, es gäbe eben eine einfache Lösung, wie wir das Asylrecht auch als Errungenschaft der Europäischen Union, die sie fest verankert hat, auch Menschen, die vor Krieg und also Bürgerkrieg fliehen, um Schutz zu bieten. Wie schaffen wir dieses Recht ab? Weil wir eben suggerieren, es gäbe eine andere Möglichkeit, die Leute woanders hinzubringen. Und meine größte Sorge ist, und ich glaube, die ist sehr berechtigt, dass die Frage, ob die Menschen anderswo dann sehr gut behandelt werden oder nicht, in einer Situation, in der sich ja kaum jemand in Deutschland darum schert, wie Menschen überhaupt, wenn man sie nach Polen zurückweist, dann dort behandelt werden. Also die Diskussion hört an der deutschen Grenze eigentlich auf und auch das Interesse, sich damit zu beschäftigen, sodass ich sehr stark befürchte, dass wir kaum ein Land auf der Welt finden, das Menschen dann so gut behandelt. Insbesondere, wenn wir das verbinden mit einer Situation, in der man keinen Rechtsanspruch mehr in der Europäischen Union auf Asyl haben soll. Ich bin sehr dabei, dass wir eine Kraftanstrengung unternehmen. Wie kann man Menschen, die jetzt in den Lagern in Libyen feststecken, die oft schon jahrelang also malträtiert wurden in einem wirklich widerlichen Zirkel der Unwürdigkeit sind, wie kann man dazu beitragen, dass diese Menschen eine Perspektive haben? Und die meisten Menschen wollen ja gar nicht unbedingt eine Perspektive in Europa. Europa steht sinnbildlich für sie für wirtschaftlichen Erfolg. Viele Menschen sind ja auch zum Beispiel lange nach Tunesien gekommen, um dort als Wirtschaftsmigranten zu arbeiten und eine Perspektive zu haben, also daran zu arbeiten, wie kann man denn auch die innerafrikanische Mobilität so gestalten, Anreize schaffen, dass dort Menschen dann wieder eine Zukunft haben, die ja in absehbarer Zeit auch viel mehr Mobilität haben werden in Afrika, als sie es jetzt haben. Also das ist sehr, sehr sinnvoll. Und da geht es eben dann, glaube ich, nicht nur um die Frage, was passiert mit den Menschen in Europa, sondern eigentlich, und das ist viel zentraler, um die Frage, wie kann man denn auch eine Situation schaffen, in denen man in Ländern, die um Europa herum sind, Situationen hat, wo die Menschen sich dort vorstellen können, dort eine gute Zukunft zu haben. Das wäre der ganz große Plan mit Blick auf die Das ist Uhr gar kein so natürlich. ganz großer Plan, Chris. Das muss ich nochmal ganz kurz sagen. Also beispielsweise, weil wir immer dann sagen, Drittstaatsabkommen ja oder nein. Also mit Tunesien hat man ein Abkommen gemacht, das wirklich irrsinnig ist. Also wir haben 10 Jahre lang verhandelt. Am Das Ende stimmt. kam raus, die Europäische Union ist gescheitert, hat nur auf der Pressekonferenz eigentlich das Gegenteil behauptet. Also 10 Jahre lang wollte die Europäische Union, dass die Tunesier alle Menschen zurücknehmen, die dort ablegen. Das sind 85% Nicht-Tunesier. Dann gab es ein Abkommen, da hat Tunesien aber gesagt, die nehmen wir auf keinen Fall zurück. Und die Europäische Union feiert sich dafür, obwohl sie am Ende nicht nur erzeugt hat, dass da irgendwie kein System hinter steckt, sondern sie hat halt erzeugt, dass die Menschenrechtslage in Tunesien nicht adressiert wird, dass Menschen aus dem Auge, aus dem Sinn sind, jetzt teilweise in die Wüste geschickt werden. Also es massiv Fluchtgründe gibt aus Tunesien heraus, wo man also wirklich viel Chaos angerichtet hat, statt dass man da zum Beispiel mal darüber redet, würde man nicht eine ganz andere chinesische Interessenlage schaffen, wenn man sagt, wir machen eine Visaliberalisierung, zumindest testweise, meinetwegen mit irgendwelchen Kontingenten erstmal oder so, und sagen, Menschen aus Tunesien, die nach Europa wollen, können das einfach machen, die müssen halt nur nach 90 Tagen dann wieder zurück.
Und Erik, was ich Tunesien würde meinte, war sofort die eher Leute der, zurücknehmen. was ich Also mit ganz es groß gäbe da meinte, war eher der Möglichkeiten, Blick in die menschlich, Welt. das, ja. Nee, aber genau, ich wollte nur den Punkt sagen, es ist nicht alles so eine ganz große Lösung oder so, sondern man kann ganz konkret die Menschenrechtssituation, die Perspektive für Menschen mit relativ einfachen Schritten ändern, also auch Perspektiven irgendwo schaffen, wenn man den Mut dazu hat. Ja. Und wenn man es vermittelt bekommt, ich wollte von diesem Blick weiter raus in die Welt abschließend, weil mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt tatsächlich, wir sind schon über die Zeit zum Ende kommen. Wir könnten noch ewig weiter diskutieren um solche konkreten Lösungen und wie die sich kommunizieren, aber ich will einfach nur vorlesen ein Statement eher kommt aus Ingolstadt zum Abschluss, also Blick zurück nach Deutschland. Warum hört man so wenig positive Erfahrungen mit Asylbewerbern? Ich hatte einen syrischen Schwiegersohn, der eine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht und nun eine tolle Stelle hat. Seine Mutter hat mit Anfang 50 eine Ausbildung als Kinderpflegerin gemacht und arbeitet in einer Kita. Der Bruder hat eine IT-Ausbildung und hat eine gute Arbeitsstelle. Der Vater arbeitet Vollzeit bei McDonald's. Der andere Bruder hat in Österreich eine Stelle gefunden. Alle bezahlen Steuern und Sozialversicherungen. Davon gibt es Tausende. Vielleicht müssen wir das positive Narrativ auch mehr beflügeln, diese Geschichten, hinter denen wirkliche Menschen stehen, auch erzählen. Gerald, noch kurz und dann möchte ich Ja, dir nur den Weg ein Wort, geben. weil ich habe jetzt ein paar Mal erzählt, Österreich hat mehr Schutz vergeben als die anderen EU-Staaten in den letzten 10 Jahren. In Österreich, die Schutz bekommen, ziehen dann zum Großteil in eine Stadt nach Wien. Also Wien hat ein enormes Bevölkerungswachstum. Ich glaube, 50.000 Syrer leben heute in Wien, die gab es vorher nicht. Seit Jahren wird Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt erklärt. In irgendwelchen Umfragen vom Economist. Also diese enorme zusätzliche Migration, auch Fluchtmigration, hat das nicht verhindert. Und in Wien sind auch die Rechtsextremen, bei den letzten Europawahlen waren sie unter 20%. Also das ist 80 Das ist Prozent waren zufrieden. Ich sage nur, jede erfolgreiche Stadt der Welt und alle erfolgreichen Städte, die da in den Umfragen genannt werden, Vancouver und Seattle und Wahnsinn. Melbourne und eben auch Wien sind Migrationsstädte. Das ist eine andere Debatte, aber die wird dann überdeckt von der Sorge über die Themen, die wir heute diskutiert haben. Aber natürlich ist Wien ein Erfolg, Deutschland ein Erfolg, die Schweiz ein Erfolg. Das sind alles Länder, die sehr offen sind für Migration. Vielen Dank. Und das ist auch ein bisschen noch die Beantwortung von Fragen, die ich nicht genannt habe, nach wie tatsächlich, also wie belegbar sind die Überlastungen von Kommunen. Das haben eine Reihe von Teilnehmerinnen gefragt. Du hast jetzt mit Wien ein wunderschönes Beispiel an den Schluss gesetzt von der lebenswertesten Stadt. Machen wir es doch lebenswert. Ich bin gestern durch Kreuzberg gebummelt, spät nachmittags und habe an einer der Litfaßsäulen eine neue Kampagne des Berliner Senats vernommen mit dem Spruch, wenn egal ist, wo du herkommst, dann gehörst du hierhin. Und damit möchte ich vielleicht einfach ein bisschen hoffnungsfroh diese Runde beenden. Vielen herzlichen Dank an Gerald Knaus, Erik Marquardt. Wunderbar, dass ihr ein bisschen Licht in die Komplexitäten geworfen habt. Vielleicht auch auf diese entgleiste Debatte ein paar ganz gute Antworten heute gegeben habt. Wir werden weiter darum bemüht sein müssen, diese Gesellschaft auch vor allem ihre politische Mitte, die ja vielfältig auch in der Debatte steckt, stärker wieder zusammenzubringen und nicht so polarisiert und vor allem nicht so polemisch miteinander weiter über Migration zu sprechen. Vielen Dank fürs Mittun. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Teilnehmerinnen für viele interessante Fragen, die ich leider jetzt auch nicht mehr stellen konnte. Es wird nicht die letzte Diskussion um das Thema sein. Vielen Dank und haben Sie ein schönes Wochenende. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke, Und Erik. gerne, wenn noch Fragen sind, auch einfach bei Instagram oder so schreiben, dann können wir die ja noch beantworten.